Bio-Rindfleisch aus Deutschland zum Beispiel hat nicht dieselben Anforderungen wie ein Bio-Rindfleisch aus Österreich. Und bei der Warenannahme wird der pH-Wert gemessen von einem Rind. Das Hauptthema ist meiner Meinung nach die Transparenz Richtung Kunden. Im Fleisch gibt es einige Stoffe wie Kreatin, Carnosin, Vitamin B12, Vitamin K2. Wir stehen nach wie vor, glaube ich, für Perfektion. Welcome to the NHTC Podcast. The Podcast Beyond Fitness. Hosted by Nick and the NHTC Crew. Heute sind wir in einem anderen Setting. Danke Stefan, danke Christoph, dass wir bei euch sein dürfen in der Fleischerei Höllerschmidt. Mir ist ganz wichtig, das Thema Fleisch ein bisschen intensiver zu beleuchten, da viele entweder ein falsches Licht, also das falsche Licht wird auf Fleisch geworfen, oder die Leute wissen gar nicht mehr, was richtig gutes Fleisch ist. Ich mag mal kurz vorstellen, einmal zu meiner Rechten, für euch zu der Linken, ist der Sohn des Chefs oder des Inhabers und Gründers Christoph Höllerschmidt. Auf der anderen Seite Stefan Waldbauer. Wer fängt an? Ich fange mal beim Christoph an. Erzähl mal ein bisschen über deinen Werdegang. Ja, also ich habe 2013 maturiert in Hollerbrunn in der HTL für Lebensmitteltechnologie. Die ist eben relativ bekannt in der Fleischbranche, unter Anführungszeichen, war eigentlich, ist gewachsen mit dem Zweig Fleischwirtschaft. Habe dann von dort gewechselt, also gewechselt. Nach der Matura bin ich dann gekommen zur Firma CSB, das ist ein Softwarehersteller, der für die Lebensmittelindustrie oder viel für Fleischereibetriebe Warenwirtschaftssysteme entwickelt. Habt ihr jetzt auch bei euch, oder? Haben wir da vorher schon gehabt, okay. Deswegen ist eigentlich die Idee entstanden. Ja. Und dann von dort noch 3 Jahre, 3,5 Jahre im Betrieb. Habe dann dort, also bei uns im Betrieb einmal alles Mögliche gemacht, so quasi, eben war da in die verschiedenen Abteilungen irgendwo verantwortlich für die Abläufe und solche Dinge. Wie alt bist du? Was für ein Jahrgang? Ich bin jetzt 26, 1994. Okay, 94, so wie ich. Also ich bin 93, aber fast. Und dann habe ich eben die Betriebsleitung mehr oder weniger gemacht und seit Ende 2019 leite ich jetzt so quasi das Tagesgeschäft. Da hat sich unerwarteter Stiefvater, der Manfred, zurückgezogen und also hat aus gesundheitlichen Gründen quasi zurücksteigen müssen. Ja, und jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr wirklich das Tagesgeschäft halt hauptsächlich auch. Okay. Stefan? Naja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, in der Runde bin ich jetzt der Älteste von alle. Ja. Ich bin ein 77er Bauer, also 44 Jahre jetzt dann mit August. Mein Werdegang, um ganz kurz das zu beschreiben, bin in Krems geboren, bin auch da zur Schule gegangen, habe dann im 6. Gymnasium nicht genau gewusst, ob die Schule wirklich das Richtige ist für mich. Habe es dann noch einmal probiert und war im Wiederholungsjahr schlechter wie vorher. Und habe gesagt, okay, ich mag irgendwas Operatives machen und habe mir dann eben eine Lehrstelle gesucht. Was, die Gastronomie hat mich immer... Ja, ich war damals, war der Toni Mehrwald ein sehr aufstrebender Gastronom. Und als Kremser habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich bei ihm im Gastgewerbe. Habe dann eine Lehre absolviert als Hotel- und Gastgewerbeassistent. Bin aber in dieser Lehrzeit draufgekommen, dass mir die Küche eigentlich in der Gastronomie am meisten interessiert. Und da bin ich eigentlich dann auch fast 20 Jahre hängen geblieben und bin dann wirklich vom Komi, also vom Lehrling Komi, bis dann hin zum Küchenchef und am Schluss dann auch Küchenchef und Geschäftsführer geblieben. Küchenchef und Geschäftsführer vom Golfclub Fontana? Ich war beim Frank Stornach im Fontana auch. Ich war, da bin ich eigentlich wirklich noch froh, das erleben zu dürfen, war auch 6 Jahre beim Reinhard Gehrer im Corsa noch. Es war eine sehr schöne und sehr lehrreiche Zeit. Bin ich wirklich froh, dass ich das erleben habe dürfen. Und Corsa waren 4 Hauben, Gummi um. Wir haben gehabt damals 4, also es war wirklich die Blütezeit, also es war wirklich die schönste Zeit dort. Also wir haben 4 Hauben gehabt und glaube ich einen Michelin-Stern. Ja. Aber der Reinhard Gehrer als Persönlichkeit, er war eine große Persönlichkeit, man hat viel lernen können von ihm und was mir bei ihm am meisten gefallen hat, er hat eigentlich auf die bodenständigen
einfacheren Gerichte fast mehr Wert gelegt, als wir es auf dieses Schickimicki kochen, sage ich jetzt einmal so. Ja. Was jetzt eigentlich wieder im Kommen ist, oder? Weil es gibt es ist wieder im Kommen. Zum Beispiel, ich kenne von Chef's Table, ist halt ein so eine großartige Dokumentation, finde ich, von David Gelb auf Netflix. Ja. Und da sieht man auch Lennox Hastie aus Australien, der kocht nur über dem offenen Feuer zum Beispiel, wieder zurück zum Ursprung. Und die meisten gehen halt wieder zurück zum Ursprung und weg von dieser Molekulargastronomie und auch wenn es gehoben ist, aber es ist trotzdem zurück zum Ursprung und es beruht auf der Qualität des Produkts. Es bedarf ja einer gewissen Qualität und einer gewissen Kompetenz, dass du so ein klassisches Gericht einfach Weltklasse gut hinkriegst, auf einem Niveau, das halt ganz anders ist. Weil wenn es drei Zutaten sind, dann müssen die für sich sprechen und kannst das nicht überdecken mit Soßen und so weiter. Ja. Ja, und seit 10 Jahren, also jetzt im Mai werden es, glaube ich, 10 Jahre, bin ich eben in der Firma Höllerschmidt beschäftigt und habe den Manfred Höllerschmidt damals in meiner Lehrzeit, das ist ja doch schon eine Zeit her, kennengelernt und wirklich ihn von da an wirklich immer wieder beobachtet. Und was mich wirklich von Anfang an bei ihm fasziniert oder bei der Firma Höllerschmidt fasziniert hat, war dieses wirklich geradlinige, permanente Streben nach Perfektion und das hat mich einmal fasziniert und bin dann eigentlich mehr oder weniger durch Zufall dahergekommen, weil ich den Manfred wirklich schon längere Zeit kenne und das war eigentlich ein Zufallsgespräch und er hat das da damals, glaube ich, alles alleine irgendwie bewerkstelligt, noch vor 10 Jahren, er hat da im Betrieb, war er vor Ort, er war draußen bei den Kunden und es hat sich so ergeben und bereue es eigentlich nicht und es hat sich nach wie vor eigentlich nichts verändert. Also wir stehen nach wie vor, glaube ich, für Perfektion oder wir versuchen, es ist keiner jetzt perfekt. Ja, jeder macht Fehler und wir arbeiten mit Lebensmitteln, aber wir versuchen halt wirklich geradlinig unseren Weg zu gehen. Ja. Okay, super. Es gibt ja einige Mythen über Fleisch oder vom Fleisch. Ein großer Mythos, oder sagen wir, wir teilen es mal auf in drei Grundaspekte, das wäre Physiologie, die Wissenschaft, wie der Körper mit Fleisch, oder nicht mit Fleisch, sondern die Wissenschaft, von Funktionen und Ablaufen vom Körper. Dann gibt es Ökologie, das Zusammenspiel zwischen Natur und Mensch, was auch ein großer Faktor ist beim Fleisch, und Ethik und Moral. Ethik und Moral ist nicht so rational, finde ich, weil da kann man sich drüber streiten, weil vor ein paar 100 Jahren hat man auch noch gesagt, okay, alle Frauen mit roten Haaren können verbrannt, weil sie Hexen sind. Also Ethik und Moral ändert sich sehr, sehr rasch. Deswegen würde ich zwei beleuchten. Und das eine wäre mal die Physiologie. Es ist Fakt, dass das Fleisch gesund ist, wenn das Fleisch und das Tier gesund ist. Punkt. Da gibt es eigentlich nicht so viel zum Diskutieren. Im Fleisch gibt es einige Stoffe wie Kreatin, Carnosin, Vitamin B12, Vitamin K2, das vom Tier hergestellt wird selbst. Also die Bakterien, zum Beispiel das Tier isst Gras, das Vitamin K1, und dann durch die kurzkettigen Fettsäuren im Darm verdaut oder upcycelt eigentlich ein für einen Menschen nicht verdaubares Produkt, was eigentlich Gras ist, nicht so wirklich verdaubar, upcycelt die Kuh das Produkt zu einem besseren, das wir die Kuh essen. Und das ist halt so ein Lebenszyklus. Und dann gibt es das Zweite, das wäre dann die Ökologie, wie die Umwelt, weil ihr steht ja auch für Nachhaltigkeit sehr stark und Regionalität, wie die Umwelt mit dem der Mensch mit dem Tier interagiert. Und da gibt es 4 Punkte, die oft missachtet werden, beziehungsweise wo man wirklich im Kontext das Ganze sehen sollte. Das ist erstens mal Treibhausgase und Treibhausemissionen. Man sagt ja, es gibt eine Studie aus Amerika, die sagt, ohne tierische Produkte würde sich die Welt 2,6% an Treibhausgasen sparen, was nicht zu viel ist. Messt ihr das auch oder werdet ihr da auch oft konfrontiert mit dem Thema? Grundsätzlich konfrontiert mit dem Thema jetzt direkt, Thema Treibhausgas oder so, eigentlich nicht. Ich glaube, dass man das einfach schon halt irgendwo unterscheiden muss, weil es wird ja dann oft dargestellt, die weltweite Rindfleischproduktion, was die an Treibhausgas produziert. Wenn ich da kurz einwerfen darf, da war halt der große Fehler. Es hat eine Studie gegeben und da hatte, ich habe es mir aufgeschrieben, Frank Mittlöhner die Studie nochmal durchgelesen oder nochmal genauer betrachtet und da wurde die Studie mit vollständigen Lebenszyklen betrachtet. Das heißt, von komplett im Verhältnis zum Transport
ist Flugzeug, Zug und Auto, ist über 15%. Was eigentlich nicht stimmt, weil im statistischen Schnitt das Ganze. In Kalifornien ist es 50% zum Beispiel. Aber nicht vollständiger Lebenszyklus, das heißt, ohne wo kommt das Erdöl her, wo kommt Elektrizität her, also ist das eigentlich ein viel größerer Anteil. Und das wären so circa 3,9% weltweit und 5%, 3,9% in den USA und 5% weltweit an Treibhausemissionen durch Viehzucht, was eigentlich nicht viel ist. Und das, ich glaube eben, dass man da, und das ist auch irgendwo das Thema, was ich sage, wenn es jetzt um Regionalität oder sonst was geht, habe ich ja irgendwo auch einen anderen Treibhausgaseffekt, ob ich jetzt Rindfleisch aus Südamerika konsumiere in Flugzeug, Österreich. Flugzeug, Transport und so weiter, was ja, viel stärker. Im Vergleich zu einem Produkt, das jetzt aus Österreich, genau. Niederösterreich, wo er immer her ist. Wenn wir über Regionalität sprechen, in welchem Umkreis bezieht sich Ware, wenn ihr über Regionalität sprecht? Ist es grundsätzlich sage ich schon, dass Regionalität irgendwo schon ganz Österreich einbeziehe, aber es ist der Großteil jetzt im Rind- und Schweinefleischbereich, was die größten Mengen sind, nein, wenn man das Geflügel auch noch dazu nimmt, sage ich mal Ostösterreich, also es ist eigentlich die Steiermark, das Geflügel und Rind und Schwein ist Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, das ist eigentlich die Hauptregion. Okay, also weißt du vorher angesprochen hast, ob wir jetzt direkt konfrontiert werden mit so Treibhausgaseffekten. Ja, ob irgendwer kommt, irgendeine Behörde oder irgendwelche Leute vielleicht fragen. Okay. Ja, fragen, aber so wie es wir eigentlich sagen, ich glaube, dass er generell, da will ich nicht gegen das Geschäft oder was reden, aber dass generell auf der ganzen Welt sowieso viel zu viel Fleisch gegessen wird. Ja, vielleicht sollte man das mal überlegen. Niederqualitative solche. Genau, wenn man sich wirklich darauf konzentrieren will und für das, dass man wirklich sagt, okay, ich esse vielleicht nicht jeden Tag mein Wurst oder mein Fleisch, sondern ich komprimiere das und du hast halt nur 3-4 Tage oder weiß nicht, weniger einfach essen. Ich sage schon offen, dass ich jeden Tag Fleisch esse, aber kann man auch weiß halt, wo es herkommt oder ich... Es steht ja bei euch auf diesem Orange. Haben wir uns vorher angeschaut, genau. Da steht drauf, wo es herkommt. Und das ist für mich schon ein Riesenthema. Weil ich kaufe, wenn es sein muss, mein Fleisch nicht mehr im Supermarkt. Weil das halt die Qualität, man schmeckt es, man sieht es, man riecht es, man sieht es in der Pfanne, wie es eingeht, alles Mögliche. Dann gibt es einen zweiten, oder lassen wir einen zweiten aus, der ist nicht so interessant für die Zuhörer. Der dritte Punkt wäre Wasserverbrauch, Frischwasserverbrauch. Es gibt ja. Im Umlauf ist, dass ein Kilo Rindfleisch ca. 15.000 Liter Wasser benötigt. Wenn man das aber relativiert, verbraucht ein Kilo Rindfleisch 94% davon grünes Wasser, das ist Regenwasser. Mhm. 6% blaues Wasser, das ist halt, was wir auch brauchen zum Wasser aufbereiten und so weiter. Und dann ein paar Prozent oder Prozentpunkte kleine graues Wasser. Das ist Wasser, das für Menschen nicht mehr zugänglich ist zum Trinken. Bei Weiderrind ist es sogar noch mehr. Da ist es 97-98% grünes Wasser, also recyceltes Regenwasser sozusagen, das auf die Erde zurückfällt und das Gras dann gegessen wird und so weiter. Wenn man sich das anschaut, ein konventionell gezüchtetes Rind braucht 900 Liter Wasser. Das ist weniger als ein Kilo Avocado, ein Kilo Mandeln oder ein Kilo Zucker. Werdet ihr mit dem auch konfrontiert oft? Wasserverbrauch so von einem Rind? Den Wasserverbrauch. Mit dem schon mal gehört, ein bisschen auseinander. Ja. Aber nicht so aber im Detail. Man wird nicht so damit jetzt richtig konfrontiert im Geschäftsalltag, sage ich mal so. Okay. Wisst ihr, was ein Rind circa in Österreich braucht? Weiter Rind an Wasser? Aber wird es eh so bei den 900 Liter sein, nehme ich an. Das wird schon hinkommen, aber Genauigkeit ist jetzt... Okay. Und dann gibt es den vierten Punkt eigentlich, ist... Oft sagen das Veganer oder Vegetarier oder Menschen, die kein Tier essen, ich esse keine Tiere, damit keine anderen Tiere sterben müssen. Was ja eigentlich auch in dem Sinn nicht wirklich stimmt, weil jeder, der reist oder im Auto fährt, bringt indirekt Tiere um, weil Abgase zustande kommen und so weiter. Ihr schlachtet es bei euch nicht, oder? Nein. Wie vorher, ihr schlachtet es nicht. Aus was für Gründen? Eigentlich ist das Thema einfach, dass das Schlachten ist, ein irrsinnig komplexer Prozess, logischerweise. Ja. Und da geht es auch um Ethik und wir haben gesagt, was vielleicht interessant ist, wir haben vorher eine Tour bekommen vom Stefan und bei der Warenannahme wird der pH-Wert gemessen von einem Rind. Mhm. Das heißt Säure-Basen-Verhältnis bzw. Säuregrad, damit
ihr seht, wie viel Stress oder wie viel Cortisol-Ausschüttung ein Rindkalb hat nach der Schlachtung. Das ist extrem interessant für mich. Eigentlich einfach damit einen gewissen Rückschluss machen, wie problemlos ist die Schlachtung abgelaufen. Was ist ein guter Wert, was ein schlechter Wert? Oder nehmt ihr dann Kühe oder Rinder nicht mehr an, wenn die einen den Wert überschreiten? Wenn der Wert zu hoch oder zu niedrig ist, also da gibt es eben einen Toleranzbereich, der irgendwo zwischen 5,3 und 5,8 sich bewegt. Also relativ sauer. Ja, und wenn das da drüber oder drunter fällt, das ist eben stressbedingt bei der Schlachtung, ist da eigentlich das Hauptthema. Okay, was ist, wenn es drunter fällt, hat es dann zu wenig Stress gehabt oder ist einfach auch... Oder wie kann man das beziffern, naja, dieses 5,3 bis 5,8? Drunter hat man eigentlich eher, es ist eher drüber. Ja. Und das ist halt, wenn ich bei der Schlachtung irgendwo davor Stress habe. Und eben nochmal, um auf das zurückzukommen, wir schlachten nicht selber. Wir sagen halt irgendwo, das kannst du nicht so leicht jetzt einfach mitmachen. Du musst ja da eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Ja. Auch dem Tier gegenüber. Genau. Und da sage ich das... Da gibt es Betriebe, die sich darauf spezialisieren und sagen, sie machen hauptsächlich die Schlachtung. Das muss professionell abgewickelt werden, damit das einfach das rundherum auch passt. Da versucht man halt einen Partner zu haben, der das gut macht. Da habt ihr einen guten Partner. Wir haben halt da verschiedene, schauen eigentlich, dass wir eben sind alle in Niederösterreich, einer in Oberösterreich. Die kontrolliert sie auch oder der fährt sie hin und begutachtet das? Oder? Wir sind teilweise auch dort, das ist je nach Betrieb unterschiedlich, aber ja. Okay. Das heißt, Ziel für euch im Grund genommen ist auch, eine nachhaltigere und eine ökologischere Tierhaltung zu gewährleisten. Ja. Und da sage ich halt, dieses Thema Nachhaltigkeit. Ich sehe das so, dass ich Nachhaltigkeit verstehe irgendwo, weil der Begriff ist halt, ich sage, wenn man da ein paar Leute fragt, ist das immer ein wenig unterschiedlich definiert, was fällt jetzt unter Nachhaltigkeit. Und ich sehe das einfach so, dass ich irgendwie es schaffen, oder dass wir es schaffen sollten, die regionale oder die österreichische Landwirtschaft langfristig zu fördern. Das sehe ich als nachhaltig. In welchen Aspekten, wie willst du es fördern? Das Hauptthema ist meiner Meinung nach die Transparenz Richtung Kunden. Ich muss halt irgendwo dem Kunden eine Transparenz bieten, wo ich sage, wo kommt das her, wo ist verarbeitet worden, wo ist geschlacht worden. Das, was wir eben mit unserem Etikett anbieten, oder was halt jetzt immer mehr Unternehmen auch einfach online anbieten, dass man sieht, woher kommt das Tier, was ist damit schon passiert, unter Anführungszeichen. Und da auch ein gewisses Maß an Kundenerziehung an den Tag zu legen, dass der Kunde, weil wenn ich jetzt sage, der Kunde legt auf Wert, dass das Fleisch aus Österreich kommt oder aus der Region kommt, wird sich auch der Markt anders entwickeln. Glaube ich auch, und, genau. Und diese, das ist irgendwo langfristig das Ziel, was man gesamtgesellschaftlich haben sollte. Ja. Das ist 100%. Das, was wir vorher besprochen haben, wenn wir durchgegangen sind, was ich angesprochen habe, die Nachhaltigkeit oder Regionalität ist ja leider Gottes in den letzten Jahren, muss ich ja sagen, sehr oft. Mittlerweile habe ich es ja manchmal gar nicht mehr hören können, weil sie so viele Firmen mit Regionalität und so weiter geworben haben. Ja. Und wie halt aber wenn du das wirklich authentisch betreibst, so wie wir das machen, dann ist es ein ziemlicher Aufwand und es ist ein Erziehungsprozess auch dem Kunden gegenüber. Mhm. Aber was wir vorher gesprochen haben, zum Beispiel unsere Wurstprodukte, ja, ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoffe, haben wir auch vorher angesprochen, dass sehr viele Leute gar nicht mehr wissen, wie schmeckt eigentlich jetzt... Oder beim Kalbfleisch haben wir auch gesagt. Oder beim Kalbfleisch, eigentlich eine Wurst ohne diesen ganzen Geschmacksverstärker drin. Die wissen das gar nicht mehr. Und das ist auch wieder ein gewisser Lernprozess und Erziehungsprozess, was man dem Kunden auch weitergeben muss. Ja. Inwieweit helfen da die Sterneköche, sage ich, oder Spitzengastronomen, dass die auch von euch beziehen und nicht den Profit in erster Linie hochhalten wollen, sondern eigentlich die Qualität hochhalten wollen? Grundsätzlich ist das sicher ein Vorteil, weil das halt auch einfach dem Kunden irgendwo ein gewisses Maß an Vertrauen übermittelt, wenn der jetzt in einem Restaurant sitzt, von dem er begeistert ist und dort lässt, dass die von uns das Fleisch beziehen, hat sicher einen positiven Einfluss und hat sicher auch in den letzten Jahren einfach viel dazu beigetragen, weil der Privatkunde direkt wieder von uns erst seit, also das Geschäft haben wir seit 2016. Und aber davor, eigentlich wirklich heuer, oder seit dem Webshop ist es zugänglich für jedermann. Ja, genau, ja, dadurch ist jetzt ja quasi ja, Österreich und Deutschland weit verfügbar quasi. Und früher war das ja eigentlich nur so, die Leute sind zu uns gekommen, sind im Büro gestanden und haben gesagt, ich hätte gern
und irgendwer hat was hergeben, das war halt eigentlich eher schwierig. Und dann hat sich das aber genau dadurch so entwickelt, dass immer mehr Leute über die Gastronomie-Schiene von uns erfahren haben und eigentlich das Produkt haben wollten. So wie ich zum Beispiel. Genau. Ja, und das würde ich noch einbringen jetzt. Also, sagen wir auch, das sprechen wir mal, und Corona lassen wir mal außen, das beschäftigt uns ja die letzten Wochen eigentlich täglich. Wenn man an dieser ganzen Corona-Geschichte wirklich was Positives sehen möchte, was wir jetzt gesehen haben, Corona hat halt wirklich sehr viele Leute bewegt dazu, dass sie halt jetzt schon schauen oder gern wissen möchten, woher kommt es eigentlich, was ich da esse. Ja. Also das hat man in den letzten Wochen, glaube ich, wirklich verstärkt gesehen. Das hat sich sicher extrem verändert. Und ich auch bei meinen Kunden auch, sie fragen nach, wo kann ich Alternativen oder suchen nach Alternativen. Und generell, es gibt in jeder Ecke schon, beim Biber, beim Spar, bei jedem Supermarkt gibt es eine gesunde, unter Anführungszeichen, Ecke. Schaut nach außen oft gesund aus, ist aber eigentlich nicht, weil die Verpackung einfach anders ist. Aber was gut ist, ist die Aufmerksamkeit. Ja. Die Aufmerksamkeit, glaube ich, das werdet ihr auch merken, ist sicher erhöht. Ja. Und Qualität wird sich halt immer durchsetzen. Und es geht wieder zurück zum Ursprung. Die Leute kochen auch viel mehr. Vielleicht ist das ein Pluspunkt für euch. Also es hat sich im Lockdown Richtung Privatkunde definitiv positiv entwickelt. Super. Seitdem diese ganze Corona-Pandemie angefangen hat. Ja, es ist halt auf der anderen Seite ein wenig ruhiger, aber das wird vorbeigehen. Genau. Seit wann gibt es Fleischerei Höllerschmidt oder Fleischwaren Höllerschmidt? Also so wie es jetzt besteht, da an dem Standort seit 1998. Okay. Davor war es im Ort, eigentlich im Wohnhaus, wo der Manfred und seine Eltern gelebt haben. Dann hat der Manfred das eigentlich seinen Eltern abgekauft, mehr oder weniger. Mhm. Und hat da heraus, das waren damals, ich glaube, 5-6 Mitarbeiter. In Kamptal, da wo wir jetzt gerade sind, am Standort. Ja, in Etzdorf war das. Ja. Und hat jetzt da eben außerhalb vom Ortsgebiet, gehört zu Walkersdorf dazu, neu gebaut. Und hat sich eigentlich ins kalte Wasser geschmissen, unter Anführungszeichen. Und ja, hat dann eigentlich über die Jahre diese Linie entwickelt. Also das Thema Biofleisch zum Beispiel war er eigentlich da in Ostösterreich einer von den ersten, die das begonnen haben, und ist da eher belächelt worden und hat kein Geld damit verdient, aber war einfach von der Philosophie überzeugt und wollte das machen. Also ein bisschen ein Pionier, ein Vorreiter, was das betrifft. Genau. Und da war ja noch dieser BSE-Skandal, glaube ich auch. Das war sicher auch ausschlaggebend, dass er da vielleicht mehr definitiv aufgesprungen sind. Und hat am Anfang ist ja eigentlich auch viel in Richtung Großhandel etc. gegangen und nicht direkt der Gastronom. Mhm. Und das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass immer mehr in die Richtung gegangen ist, direkt den Gastronomen mit hochwertigem österreichischem Fleisch zu versorgen. Okay. Und das in den letzten Jahren ist da halt jetzt dann noch ganz viel passiert, eben mit so Projekte eben wie das Ötscherblickschwein, das irgendwo so das Paradebeispiel jetzt momentan ist. Sprechen wir dann nachher, hebt er noch auf, sprechen wir nachher noch genauer an. Okay. Und ja, also eben seit 1998 da am Standort, da war dann der Beginn so mit 15, 20 Mitarbeiter, und jetzt sind wir momentan bei, sage ich mal, gut 60 Mitarbeiter. Während Corona oder auch zur Volllast? Naja, zur Volllast waren wir eigentlich schon höher. Es war jetzt eigentlich in der Zeit vor Corona, war es einfach so, dass wenn Leute aufgehört haben oder sonst was, haben wir nicht alles nachbesetzt, weil es momentan nicht notwendig ist. Ja. Aber wir waren bei gut 70 Leute eigentlich, Spitzenzeit. Okay. Wie stark trifft euch Corona, weil alle Restaurants, ihr beliefert sehr viele Restaurants. Wie geht es mit dem Ganzen um? Wir haben vorhin das Warenlager sozusagen unter Anführungszeichen gesehen. Ich weiß nicht genau, wie ihr es genannt habt. Die Kühlhalle oder das große Gefrierfach. Expeditlager. Das große Gefrierfach. Ja, den Tiefkühler haben wir gesehen. Ja. Ja. Ich glaube, beim ersten Lockdown haben wir ja nur anmieten müssen, glaube ich, in Wien. Ne? Ja. Weil es zu wenig Kapazität dann war. Okay, stapelt sich das Fleisch. Wie stark trifft euch das? Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch generell die Firma? Es ist einfach, ich sage mal eben, wie du sagst, nicht nur wirtschaftlich, sondern gesamtheitlich eine Riesenherausforderung, weil ja irgendwo psychologische Faktoren. Es ist psychologisch für die Mitarbeiter, für alle Beteiligten eine Herausforderung. Dann habe ich dieses Thema, dass ich halt aufgrund der wirtschaftlichen Situation Kurzarbeit habe, was für den Mitarbeiter dann auch wieder finanziell einfach schwierig ist. Ja. Und somit hat man einfach
den ganzen Tag irgendwelche Themen am Tisch, die jetzt nicht nur das betreffen, dass einfach die Gastronomie zu hat, sondern noch auch das Ganze rundherum. Ich hab ja, und vor allem, glaube ich, Entschuldigung, was bei dir ist, ich muss ja immer schauen, was produziere ich, oder du kannst ja null vorausplanen. Ne? Wir wissen jetzt nicht, ist zu Ostern jetzt wirklich die Hölle los? Ja. Ist gar nichts los oder ist ein bisschen was los? Ja. Musst, jetzt unser Dry-Aging. Ja. Zum Beispiel haben wir gesehen auch vorher. Da muss ich ja jetzt wissen, was ich in 5-6 Wochen brauche. Mindestens. Genau. Ja. Mindestens. Und das kann kein Mensch sagen eigentlich im Moment. Okay. Also schon einige Sachen, die ihr auch bedenken müsst, die so gar nicht am Schirm sind. Genau. Welche Schritte durchläuft ein Fleisch? Vom auf der Wiese stehen oder von der Geburt auf der Wiese stehen, essen, bis am Tisch vom Gast? Weil oft gibt es sicher Leute, die glauben, das wächst im Backerl. Wie funktioniert das beim Rind? Ja, vom Bauern geht es eigentlich normalerweise zum Schlachthof direkt. Mhm. Dann dort eben die Schlachtung, Aufbereitung von dem Tierkörper dann, das heißt eben Haut weg, Innereien weg, oder also weg unter Anführungszeichen, ja, die gängen halt Seite, ja, in die jeweiligen Bereiche, zum Beispiel die Haut geht bei einem Rind zum, eigentlich fast ausschließlich in die Lederindustrie. Okay. Und der Schlachtbetrieb bereitet es eben so weit auf, kühlt das Tier, zerteilt es, ein Rind wird geviertelt, bevor es zu uns geliefert wird. Einfach, ein Viertel heißt englischer, oder? Nein, das ist eben, wenn du Rinder verarbeitest, wenn du eine Rinderhälfte nimmst, die passt bei uns höhentechnisch gar nicht ein, weil die sonst am Boden straffen tät. Das heißt, der Schlachtbetrieb hängt es auf in Hälften und dann wird das Vorderviertel und das Hinterviertel wird getrennt. Okay. Also das Hinterviertel ist quasi der Hinterfuß, mhm, mit dem Rücken, mit dem Englischen, mhm, und die Brust. Mit Filet, mit genau, Ribeye, was die Leute kennen und was genau alles da drauf ist. Ja. Okay. Und das wird dann geviertelt eben, kommt in Vierteln zu uns, wird bei uns im Haus zerlegt. Davor kommt diese pH-Mess, also die genau, Probe. Genau, also bei der Warenübernahme genau, wird es eben wird's optisch kontrolliert, wird pH-Wert gemessen. Was wird da optisch kontrolliert? Kann man optisch von der Farbe oder kann man schon vom Geruch oder so auch sagen, das ist ein gutes Fleisch von der Qualität oder ist es minderwertiger? Ja, du erkennst schon, wann es da jetzt irgendwelche Probleme gegeben hat und das hat irgendwie viele blutunterlaufende Stellen oder sowas. Mhm. Dann hat es da irgendwelche Verletzungen gegeben beim Tier, die halt nicht so sein sollten. Mhm. Dann wird optisch eben noch, auch, bei uns ist auch ein Thema eben einfach qualitativ, den Marmorierungsgrad, solche Dinge auch gleich bei der Warenübernahme irgendwie für uns selbst zu klassifizieren quasi. BMS? Oder wie heißt der Marmorierungsgrad? Naja, da haben wir eigentlich bei uns ein intern entwickeltes System unter Anführungszeichen, wo ich halt das optisch beurteile und das dann kategorisiert wird und je nachdem auch verschiedene Verwendungszwecke einfach kriegt. Wie viel gibt es da? Wie viele Klassifizierungen? Oder wie viele Stufen? Oder was ist das Beste? Wir haben eigentlich nur momentan jetzt das schon zusammengeschrumpft auf nur mehr 3 bis 5 Stufen, je nach Produktkategorie, weil einfach das sonst auch in der Komplexibilität danach schwierig ist zum Handeln, logistisch einfach. Ja, und irgendwo, wir wollen auch das an unseren Vorlieferanten weitergeben, dass der auch schon weiß, genau weiß, was wir wollen. Ja. Und da muss ich halt das Ganze auch irgendwie einfach verständlich machen, dass ich auch als Dodel weiß, okay, da gibt es wenig Marmorid, Mittel Marmorid und viel Marmorid. So, genau, blöd, eigentlich das jetzt kurz gesagt auf den Punkt gebracht, weil ich es halt irgendwo abwickelbar machen muss. Ja, okay. Und ja, dann nach der Warenübernahme kommt es bei uns in die Zerlegung. Mhm. Wird dort einfach, je nachdem wie wir das halt planen, zerteilt. Da machen wir sicher im Verhältnis sehr viele Spezialzuschnitte. Eben diese ganzen Spezialcuts, die du schon angesprochen hast. Eben so, wenn man hernimmt, da den Denver-Cut oder Vegas-Cut und was wir alles haben. Zum Beispiel mein Lieblingscut ist Skirtsteak. Skirtsteak, wie ich in Santo Domingo auf Trainingslager war. Und seitdem bestelle ich fast immer Skirtsteak. Warum habt ihr Skirtsteak so nicht im Angebot? Das können wir noch organisieren. Wir haben es sogar eigentlich bei uns schon mal probiert und ich bin mir nicht sicher, ob wir es als Artikel so im Sortiment, jetzt im Standardsortiment drin. Fließfleisch, glaube ich, drinnen. Ich habe einmal bestellt Fließfleisch, aber das war halt nicht zugeputzt. Und das war Skirtsteak ist ja eigentlich für alle, die es nicht wissen, das Zwerchfell. Genau. Zwerchfell, ja. Genau. Ja, und
Angebot bestimmt Nachfrage. Nein, und dadurch organisieren können wir sicher. Ja. Aber wir haben das Thema bei dem Produkt ist halt, die Nachfrage ist das relativ gering. Verstehe ich überhaupt nicht. Wir haben jetzt so viele neue Karts eigentlich bekommen. Ja. Flanksteak, Flapsteak und so, das gibt es jetzt schon ein bisschen mehr. Ja, aber da haben wir jetzt da diese neue Denver-Kart und wie soll er heißen. Vegas-Kart. Das muss ja, wenn das ist, dreht, das Ganze. Man merkt schon, dass sie das jetzt eben, wir haben das, seit wann haben wir das? Seit einem Jahr. Okay. Oder Sommer. Oder halbes Jahr, ja. Also letztes Jahr im Sommer. Oder Picania, glaube ich, habe ich vorher gesehen. Also eigentlich ein Doppelspitz, der aber nicht quer aufgeschnitten wird, sondern der Länge nach eigentlich. Das heißt, dass der so eine Fettkappe nach oben drauf ist, auch von Südamerika. Es ist halt einfach anders aufgeschnitten. Grundsätzlich haben die einfach, glaube ich, diese geringe Bedeutung, die sie eben lang gehabt haben, kommt halt auch daher, dass du viele von diesen Cuts kannst du nicht von jedem Rind schneiden, weil das einfach nicht essbar, nicht gut ist, wenn du das jetzt wenn das Rind in Summe qualitativ nicht passt, dann wird das einfach nicht weich. Und ein Filet ist meistens weich. Genau. Aber es ist für mich das faderste Fleisch. Weißt du, jetzt das Filet ansprichst, das ist halt so. Ich bin sehr viel draußen mit den Kunden konfrontiert mit einer Steakkarte. Ja. Für mich und das faderste Fleisch. Für sich ist ja, so wie du sagst, das Steak ist ja ein schönes Stück Fleisch, aber ich sage jetzt einmal für den Griller oder was, das faderste. Ja. Ja, aber wenn jetzt der Kunde eine Steakkarte schreibt, der Filet kommt immer drauf. Wenn jetzt der Ribeye drauf ist oder ein Tomahawk oder ein T-Bone, was auch immer, das Filet ist aber immer das Steak, was am besten geht von der ganzen Karte. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja das Thema, ich habe vor kurzem das Thema gehabt, dass wir über Steakkarten gesprochen haben. Ja. Und der sagt halt, ja, aber Filet muss ich aufgeben. Ja. Aber warum? Das verstehe ich nicht. Zum Beispiel, ich hätte gerne ein Restaurant. Weil scheinbar, halt, die machen ja Steakkarten und haben, sagen wir, 7 Steaks. Ja. Und dann schaut er halt, wo der Umsatz herkommt. Und wenn es der Konsument am ersten dort hingreift, traut sich halt keiner weglassen. Aber wenn es in jedem Restaurant kein Filet mehr geben wird und die anderen Cuts mehr Bedeutung geschenkt wird, glaube ich, leben die halt auch mehr auf. Also das ist vollkommen richtig. Zum Beispiel, wie es bei uns im Geschäft ist, merkt man schon, dass jetzt bei uns da vorne eigentlich ein relativ gut angenommenes Produkt ist, der Denver Cut. Das ist Mitte zwischen Filet und die Ribeye vom Geschmack auch ein bisschen kräftiger vom Fleisch und kann man auch gut grillen. Ja. Und da haben einfach bei uns auch vorhin die Leute im Geschäft halt auch versucht, das den Kunden näher zu bringen. Man muss halt eine gewisse Erziehungs- oder Überzeugungsarbeit leisten. Und wenn der das probiert, ist aber der Kunde dann schon im Nachhinein meistens überzeugt. Also, ja. Was ist euer Lieblingscut? Meiner ist Ribeye. Ja, meiner auch. Also Ribeye und Skirt, je nachdem, welche Qualität, aber wenn ich von der besten ausgehe, Ribcap eigentlich. Ja. Nicht Ribeye, sondern eigentlich das kleine Stück, was ganz oben hängt, das ist nochmal. Also es darf ein bisschen Fett oben sein. Fett ist ein Geschmacksträger, aber man sieht es ja da. Aber Fett ist auch nicht gleich Fett, weil das merkt man auch, kann ich gleich vorweg sagen. Weil es aus 100% aus Österreich kommt, ist kein Qualitätssiegel für mich. Gibt es ja viele, die damit werben, aber wenn ich Fleisch aus dem Supermarkt nehme, ein Ribeye und ein anderes Fleisch, der ist, also von euch zum Beispiel ein Dry-Aged oder ich weiß nicht, ein gut marmoriertes, das ist halt 100-1 der Unterschied. Jetzt schau dir mal das Fett an vom Ötscherblickschwein. Das ist eine schöne weiße Farbe, ja. Es ist schön mit Fett durchzogen. Wenn du das vergleichen würdest mit so einem Wagyu fast, ein Wagyu-Schwein. Oder mit einem herkömmlichen Zuchtschwein. Ja. Ja. Das ist ja teilweise wirklich nur außen das Fett und innen gar nichts. Also von der Farbe her einzigartig. Ja, auch ganz anders, weil das Fett vom Ötscherblick zum Beispiel hat ja auch trotzdem Omega-3-Säuren und sowas drin. Nicht nur, kein ranziges Fett, sage ich mal. Genau. Ja. Das ist auch sehr einfach durch die Fütterung von dem Schwein. Wie wird das gefüttert? Es ist komplett ohne Maisfütterung, was halt sonst relativ üblich ist in dem Bereich. Und hat einen hohen Getreideanteil. Soja ist dabei. Und dadurch, das merkt man schon, wenn du das Stickelfleisch jetzt angreifst, das Fett ist fester. Also, und es ist aber dann... Wenn ist so ähnlich wie ein Prime Beef, also wenn man es vergleicht mit einem Rind. Dann kann man schwer vergleichen. Es kommt schon ähnlich hin. Ja. Ich sage meinen Kunden immer, ein Ötscherblickschwein hat nichts mit einem normalen Schwein zu tun. Das ist wie ein anderes. Ja, das ist immer ein bisschen eine Herausforderung, das so umzubringen, wenn der Kunde das Produkt noch nicht gesehen hat oder kennt. Viele sind trotzdem auch Schwein, ich esse kein Schwein. Aber wenn du das kochst, es hat ja wirklich damit dann
nicht viel zu tun. Genau. Und ja, das ist eigentlich... Exklusiv bei euch? Exklusiv bei uns, ja. Okay, warum gibt es das sonst nirgends? Habt ihr euch die Rechte da gesichert? Oder? Ist ja eine längere Geschichte. Das ist ein eingetragenes Markenprogramm quasi. Okay. Und das Projekt ist eigentlich so entstanden, dass der Stiefvater, der Seniorchef, hat mit einem Bauern dieses Projekt irgendwie unter Dach und Fach gebracht. Der hat einen separaten Stall. Das Ötscherblickschwein ist eine Kreuzung aus? Durok und Edelschwein. Durok und Edelschwein. Okay, alles in Österreich. Und der Stall ist in der Nähe von Strengberg. Strengberg heißt der Ort. Das ist für jeden öffentlich zugänglich. Also theoretisch kannst du jetzt hinfahren und kannst da zugehen und kannst die Schweindl anschauen, wie sie da herumrennen. Werde ich vielleicht auch machen. Ja. Ja, gern. Und haben wir schon viele gemacht. Da ist eben, da fahren schon die Kunden wirklich hin. Aber und nicht nur die Schweine, sondern auch einen Podcast machen dort, vielleicht mit dem Bauern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sicher. Und eben, also normalerweise, wenn er sieht oder wenn er weiß, dass wer kommt, kommt da der Bauer, der Herr Ortner, immer auf. Und es ist eben dieses Projekt wirklich nur mit dem einen Bauern gemacht, das ist der Johann Ortner. Der hat separat einen Stall gebaut, eben wo die Schweine reinkommen, wo eben die Fütterung so ist, wie wir das ausgemacht haben mit ihm, wo man eben mehr Platz hat. Ja, den Blick am Ötscher. Bis ins Alpenvorland, bis zum Ötscher und dann den Namen. Und der Name ist eigentlich dann so entstanden, dass die Nachbarn von den Bauern haben ihm irgendwie ein Plakat aufgehängt und da ist halt oben gestanden: Willkommen Schweine im Ötscherblick-Resort oder so irgendwie ist das geschrieben gewesen. Okay. Und dadurch ist der Name entstanden. Wo kann man das Ötscherblick-Schwein kaufen im Restaurant? Essen, so zubereitet von einem Profi? Naja, das ist abwechselnd, aber das ist ein bunt gemischt. Also es ist wirklich vom Wirtshaus bis, ich würde es wirklich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das Steyrek hat es auch schon mal gekauft, ob es jetzt so gekennzeichnet war. Also jetzt nicht. Zum Beispiel, wie kommt es, ich will jetzt nicht mehr ins eigene Fleisch schneiden, sozusagen wortwörtlich, Segreto kostet am Kilo nicht viel, das ist ein Cut. Warum kostet er nicht viel? Das ist der beste Cut, den es gibt vom Schwein, finde ich. Ich habe oft 30 Stück im Kühlschrank liegen oder in der Gefriertruhe. Ich weiß, ich denke mir so oft, was machst du mit diesen ganzen Segreto? Das ist ein Wiederverkäufer, es geht auf. Ja. Und machst du die ausschließlich am Grill oder in der? Vom Biss, also ich mariniere es mal unterschiedlich, weil durch die Marmorierung penetriert das Fleisch extrem gut, zum Beispiel mit glutenfreier Sojasauce, mit Tamari. Ach so, in die Richtung. Schmeckt super. Und dann aber am Grill drauf, so wie Teriyaki. Wahnsinn. Also ich finde... Im Prinzip... Du isst schon mit, oder? Ja. was ist auch von euer Lieblingscut vom Schwein? Karree? Weil das ist eigentlich trocken, mag ich nicht so, aber vom Ötscherblick ist gut, weil es doch durchzogen ist. Also ganz ehrlich, ein Schweinebauch gebraten von dem... So wie vielleicht ist, noch. Ist oder? Wirklich Weltklasse, ja. Weil das Fett einfach so einen angenehmen Geschmack hat. Und natürlich für den Grill, ja, die Krone es, zum Beispiel. Es hat sich da eigentlich auch beim Ötscherblick Schwein in den letzten Jahren durch die, weil wir auch sehr viel ausprobieren, hat sich da eben viel ergeben, so wie du sagst, das Segreto, haben wir da auch dieses. Wo liegt das Teil? Das ist eigentlich eh vom Karree. Ah, okay. Ist am Fuhrdernteil vom Karree. Ja. Wie soll ich sagen, so ein Deckel quasi. Also so wie Recap. Das ist genau eigentlich umgelegt so, aufs Ring, ist es das. Kommt hier. Und dann haben wir gemacht dieses Rustikalsteak. Das ist eigentlich vom Schlögl. Also von dem machst du im Normalfall jetzt nicht wirklich ein Steak. Und ist aber auch extrem saftig und zart. Da hat das eigentlich auch für dich, das ist schon groß. Das ist ein relativ großes Stückchen. Aber hat sich eigentlich auch bewährt, also da gibt es viele Möglichkeiten, wobei ich sage, ich bin jetzt, bei mir ist das Lieblingsstickel eigentlich beim Schwein ist schon das Karree. Schon? Ja. Okay. Donaulamm habt ihr auch, das ist nicht exklusiv von euch, oder? Nein. Aber ihr seid einer der wenigen, die das führen, oder? Ja, und das halt auch in dem Stil zerlegen. Wir machen ja in allen Produktgruppen, versuchen wir so gut als möglich immer das ganze Tier zu verarbeiten. Das heißt, wir kaufen jetzt nicht Teile, sondern wir schauen, dass wir wirklich eben Hälften, Viertel oder beim Lamm kriegen wir das Ganze und das dann selber zum Zerlegen und Verarbeiten. Auch Innereien?
die Innereien, die haben wir eigentlich nur teilweise dabei. Also wir haben es zur Verfügung, aber wir kriegen es nicht immer mit, weil einfach der Bedarf nicht da ist im Absatz. Ja, aber schade eigentlich, oder? Weil du mal was baust, eine Woche vorher. Ja, weil Innereien sind ja eigentlich viel nahrhafter als das Muskelfleisch. Zum Beispiel eine Leber wäre, wenn es gut gehalten ist, extrem viel Vitamine. Ja, aber Vitamine, es muss dann frisch sein. Genau. Es muss frisch sein, das heißt, es kann sein auf Lager haben. Zubereitung muss auch gut sein. Klar, und da ist sicher auch in den letzten Jahrzehnten einfach viel abgekommen und die Leute... Verloren gegangen leider, ja. Ja, und die Leute wollen es einfach nicht mehr. Ja. Das wollte ich vorher sagen, wie ich erzählt über mich, über das Corso, ja. Über den Reinhard Gerhard. Zum Beispiel Bruckfleisch, ja, das Wiener Bruckfleisch, wo das dann am Schluss dann noch mit Blut gebunden wird. Beuschel. Hat das so Sachen, also relativ einfache Sachen, ja, die du jetzt... Die eigentlich komplex nicht, im Geschmack extrem. Aber wie viel er da... Also wie er uns da gezeigt hat, wie man das perfekt abschmeckt. Sicher ist es eine Arbeit. Ja. Bruckfleisch, die Arbeit tut sich selten noch wer an. Aber die Innereien, also ich bin der Meinung, dass die Innereien schon wieder ein bisschen an Aufwind erlebt haben. Ja, glaube ich auch. Ja. Zum Beispiel allein, wie ich in Tokio war, ich war ein Jahr in Tokio, in Etappen, gibt es eigene Hühnerinnereien-Lokale, wo jedes Teil vom Hühnerinnereien, nicht kein Filet, kein Oberkörper, keine Oberkeule, kein gar nichts, nur Innereien gibt. Hühnerinnereien? Ja, Hühnerherzen, dann gibt es Hühnerhirn und dann gibt es Hühnerleber und so weiter und das verschiedenst angerichtet. Okay. War wirklich gut, ich habe nicht gewusst, was auf der Karte steht, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gegessen. unser Trainer, unser Japanischer, hat es uns auch nicht damals erzählt, sondern gesagt, Kosten schmeckt einfach gut. Essen und... Genau, und dann war aber wirklich gut. Donaulamm ist für mich... So wie ein Wagyu vom Lamm, weil allein wenn ich das Faschierte vom Donaulamm nehme, das ist so viel Fett drinnen, aber gutes Fett. Also dass die Burger, wenn ich mache oder wenn ich Faschiertes so mache in der Pfanne, schmeckt halt ganz, ganz anders wie ein normales Lamm. Es schmeckt auch gar nicht nach Lamm. Hört sich blöd an, aber ich mag keinen Fisch, der nach Fisch schmeckt und ich mag kein Lamm, das nach Lamm schmeckt. Also es soll sehr... Naja, teilweise ist es ja so, dass du gar kein Lamm kriegst, sondern es ist ja meistens schon ein Schaf. Ja. Okay. Und dann hast du halt dann wirklich diesen... Hammel oder diesen... penetranten Geschmack. Und das ist Donaulamm wirklich... Die wenigsten sagen mal, dass das jetzt so ein intensiver... Wie wenn es reinbeißt ins Viech. Ja. So genau. Für manche an. Ja. Und das beim Donaulamm eigentlich gar nicht. Genau. Es soll eben eigentlich nur einen dezenten Geschmack haben, dass man eben klar, dass es halt irgendwo nur eine Berechtigung hat. Ja, ein Lamm zu sein. Genau. Ja. Aber so ein intensiver Geschmack ist eigentlich eh nicht. Aber da bist du eigentlich jetzt der Profi. Ich glaube, ich habe einmal irgendwo gelesen, dass Lammfleisch das gesündeste Fleisch ist. Ja. Stimmt das? Ja. Das hypoallergenste Fleisch. Also es sind keine Allergene fast drinnen. Lammfleisch ist extrem gut, wenn das Fleisch, also wenn das Tier gut ist, aber Lammfleisch ist hypoallergen. Super. Okay. Für alle, die Fleisch nicht so gut vertragen, Lammfleisch verträgt fast jeder. Okay. Ist wirklich gut. Wer sucht die Bauern aus? Habt ihr doch immer neue Bauern oder irgendwie scoutet ihr sozusagen wie beim Fußball, der sagt, okay, ich fahre mal da durch Österreich und schaue, welche Kleinbauern das gibt, vielleicht, die mit uns arbeiten oder so Sonderprojekte wie, wir haben jetzt einen Bauern, der hat 5 Rinder im Jahr, aber die sind komplett speziell. Gibt es sowas auch? Oder seid ihr schon so klar? Zum Beispiel die Helga Bernold im Weinviertel, die macht Wagyu-Rind. Mit der zum Beispiel haben wir das so, die hat nur vereinzelt alle paar Monate, machen wir mal von der, zerlegen wir einen Rind. Und verarbeiten das. Da ist es eben so, dass man sagt, wir haben mit ihr da die Zusammenarbeit und wenn wir Wagyu haben, ist das von ihr. Was hat die eine Kreuzung oder ist das reines Wagyu und rein unter Anführungszeichen? Nein, das sind Kreuzungen auch, aber das, was, also sie hat Kreuzungen und Wagyu rein und so wie wir das gehabt haben, es war einmal Wagyu Angus Kreuzung. Aber Galloway, glaube ich, gibt es auch hier und da. Gibt es auch. Ja, das war, ich glaube, dass das auch sogar schon wieder dabei war. Was macht das aus, besonders für euch, Wagyu? Esst ihr gern? Oft? Selbst? Privat? Ja, es ist halt die Frage, da gibt es ja, das ist wirklich, halt das wirkliche, das typische, richtige Wege. Grade 5 oder so. Ich brauche das nicht, weil da reden wir von einer Fettstufe, die geht ja von 15 plus teilweise. Ne? Also das ist ja wie eine Butter, wenn du das runterschneidest. Da kannst du auch viele glauben, da kannst du kein Riesenstück nehmen, da kannst du einen bissen und den teilen vielleicht. Es ist Geschmackssache, also... Wir haben da mal da gehabt, dieses japanische Osaki-Beef zum Verkosten. Boah, dieses Schneerind, das komplett eigentlich weiß ist. Ja, das ist Wahnsinn. Und von dem... Wolfgang Puck arbeitet auch mit dem. Kann, also von dem kann man, glaube ich, wirklich nicht mehr essen wie so ein Stickel, weil sonst...
Das ist wie wenn du Butter im Mund hast. Ja, genau. Wahnsinn. Und sonst eben dieses Thema Bauern ist eigentlich auch ein bisschen unterschiedlich bei den verschiedenen Produktgruppen. Ich habe es eben beim Ötscherblick-Schwein, da war es halt wirklich so, dass man gesagt hat, gut, mit dem Bauern kann das funktionieren, der macht den Stall, mit dem machen wir das gesamte Projekt. Dann haben wir es zum Beispiel beim Bio-Rindfleisch haben wir zum Beispiel so, dass wir einen Bauern haben im Waldviertel, der Haslinger Christoph heißt der, der mit dem ist halt ausgemacht, der bringt wöchentlich 4 Bio-Rinder. Okay. Der hat halt die Möglichkeit, das ist eigentlich eh schon relativ viel für einen Bauern, dass er sagt, er kann jede Woche fix 4 Bio-Rinder bringen. Was kostet denn so ein Rind? Weil es ist interessant für mich, weil am Tisch kommt es dann, oder wer ist preisbestimmt, also die Nachfrage bestimmt ja den Preis. Ein Filet ist deswegen so teuer, weil es viele Leute haben wollen und weil es nicht so viel, es gibt nicht 100 Filets in einem Rind, es gibt 2 Filets. Ja. Ich habe einen, oder der Alex sitzt eh da, wohnt in Meierling, beziehungsweise seine Eltern, und da gibt es einen Angus-Bauern, und ich glaube, ich will jetzt keine Supermärkte nennen, aber der Supermarkt zahlt pro Kilo unter 2 Euro. Ist das realistisch? Das hört sich für mich an wie Ausbeuterei oder wie Hungerslohn. Das kommt mir auch wild vor. 2 Euro das oder 2,20 Euro 20, irgend sowas für ein Angus-Beef ist nichts, ich sage jetzt Massentierhaltung oder irgendwas, ja, was ja eh nicht sein sollte, aber für Angus-Beef, das also eigentlich bio aufgewachsen ist, das ist schon sehr ja cool. Also was kostet so im Schnitt ein gutes Bio-Rind? So wie es jetzt bei uns ist, wenn wir vom Einkauf sprechen, wie es wir Schlachtpferd, also geschlachtet in Hälften also kriegen oder in Vierteln, ja, zahlen wir fürs Rind pro Kilo zwischen 5 und 6 Euro. Okay, also das Dreifache ist schon ein Unterschied, ja. Also der Bauer kann es uns auch liefern, und praktisch. Aber also, okay, ja, das wenn es drin steht. Ja. Wahnsinn, ja. Habe ich mir gedacht, wie, weiß nicht, was die für einen Knebelvertrag haben oder ja, weiß nicht. Ja, weil sind ja die, in Österreich ist ja generell, die Bauern haben nicht so viele Rinder wie jetzt zum Beispiel in Amerika. Ja. Das heißt, wenn wir haben verschiedene Bauern schon im Schweinefleischbereich ja vorher gesucht, da gibt es wirklich sehr gute. Ja. Das Problem ist aber immer dann, wenn du das dann noch, also für die Fleischbank zum Beispiel im Privatkundenbereich sind so Kleinproduzenten sicher überhaupt kein Problem, denke ich jetzt einmal. Mhm. Aber wenn du in die Gastronomie dann tragst, dann solltest Konstanz du halt, halbwegs eine Konstanz bieten. Genau, und wenn der ist halt wirklich nur wirklich das super macht, ist alles gut. Ja. Nur du verärgerst ja deinen Kunden, wenn du es dann ab der dritten, vierten Woche dann nicht mehr liefern kannst, weil er einfach gar nicht mehr hat etc. Ja. Und darum ist ja die Kooperation, glaube ich, mit dem Ötscherblick-Schwein dann auch wirklich entstanden, weil wir vorher wirklich lange gesucht haben. Wie viele Schweine und immer hat, wieder ja probiert hat. Pro Jahr? Naja, hat schon einige. Es sind pro Jahr, dass sich das rentiert für ihn. 1500 Schweine. Zwischen 1000 und 1500, also es sind in der Woche 25 bis 30 Schweine. So im Normal. Also jetzt pro in Woche Zeiten 25 von Schweine, ganz kurz, überschlagsmäßig. 25 pro Woche. Wie viel Secreto gibt ein Schwein her? 2. Sollen wir alles auf die Seite geben? Das geht sich nicht aus. Puh, das geht sich nicht aus. Okay, muss ich mal wirklich. Ja, aber da kommt also was zusammen. Das ist eben schon, das habe ich auch da kurz bei der Vorbereitung quasi so erwähnt, dass es uns darum geht, wir wollen halt das, was wir machen, dann schon so darstellen, dass ich das auch dem Kunden zur Verfügung stellen kann, weil auf lange Sicht muss ich halt, abgesehen vom Produkt, den Kunden auch mit dem Service überzeugen. Das heißt, ich muss das Produkt zum Kunden bringen, ich muss die Logistik haben, ich muss die Verfügbarkeit irgendwo gewährleisten können. Die Haltbarkeit. Weil sonst kann ich einen Kunden einmal mit Interesse begeistern, dass, genau, aber ich muss ja den das kontinuierlich anbieten wollte können. Ich würde sagen, wenn nicht, keine Ahnung, neben mir im Haus, im Keller einen Ötscherblick-Bauer aufmacht, werde ich mein ganzes Leben bei euch Ötscherblick-Schwein kaufen. Da wollen wir aber schon damit sagen, dass es auch nicht selbstverständlich ist, insbesondere im Bio-Bereich, dass der Kunde verlangen kann, dass das Produkt permanent verfügbar ist. Ist auch nicht das Ziel, finde ich. Ja. Das soll ja nicht unser Ziel sein, weil beim Ötscherblick-Schwein ist es ja auch so, dass wir das komplette Schwein verarbeiten und ja, wenn es halt da ist, ist nicht mehr da. Wenn es halt aus ist, das ist halt, beim Privatkunden noch irgendwo im Kopf, finde ich, drinnen, dass, wenn ich kurz einwerfen darf, weil zum Beispiel, wo unser Fitnessstudio ist, das Galaxy Fitness im Brunnengebirge oder auch NH Training Club, ist
Im Umkreis von 500 Meter gibt es einen Lidl, einen Hofer, einen Spar, einen Billa, einen Merkur. So. Und die Menschen sind gewohnt, aber in 500 Meter Umkreis, die Menschen sind gewohnt, überall gibt es alles. Und Tankstellen gibt es auch noch gegenüber, genau, da kannst du kannst auch alles kaufen. Wenn da irgendein Fleisch leer ist, regt sich irgendwer auf und versteh ich sowas nicht, weil es gibt nur zwei... Ja, wir haben da schon diese Herausforderung, sage ich mal, in Gastronomen kann ich das so nicht erklären. Weil wenn der das auf der Karte steht hat... Aber es gibt schon Gastronomen, die auch umdenken, die sagen, okay, was ist verfügbar, ich mache mit dem, was verfügbar ist, gutes Essen. Ja, das ist Nose-to-Tail, ja, ich weiß, ist jetzt genau, sehr Mode. Aber zum Beispiel das Noma, wenn man das Noma hernimmt, ja, die machen halt ganz anders. Wer das Noma nicht kennt, in ja, viermal, glaube ich, beste Restaurant auf der Welt, San Pellegrino, die machen wirklich, soweit ich es halt gesehen habe, nur das, was wirklich zur Verfügung steht. Gibt es einige Restaurants in Österreich auch, die wirklich nur das nehmen, was gerade da ist? Natürlich muss man ein bisschen vorkalkulieren als Gastronom und schauen, aber... Ja, wer mir da jetzt, sage ich mal, von unseren Kunden eigentlich auf die Schnelle so einfällt, der sich da schon sehr eigentlich versucht, wirklich einzubringen und sagt, ich will da irgendwo das, was verfügbar ist, verwenden. Also in guter Qualität verfügbar ist. Genau, ja. Ist der Flo in Langenlebern. Ja, auf Gastwirtschaft Flo war ich einmal... Super, war ich leider noch nicht dort. Also der ist da wirklich eben einfach auch von der Grundeinstellung und schon über viele Jahre eigentlich so, dass er sagt, er will da eben das Tier auch bestmöglich verarbeiten. Steht auch immer dabei auf der Karte, wo das Tier herkommt oder welcher. Genau. Finde ich auch, ja. Super. Okay. Verfügbarkeit. Wie verfügbar ist es schon passiert, dass ihr zum Beispiel, dass ein Bauer sagen kann, okay, er hat keine Rinder mehr und ihr müsst es auch umdisponieren? Oder habt ihr es schon so ausgewählt? Oder vielleicht, keine Ahnung, gibt es eine Krankheit gerade bei irgendeinem Tier und die also, Tiere sterben weg? Dass man sagt, eine Null-Verfügbarkeit nicht, aber dass ich gewisse Engpässe irgendwo habe. Bei einem spezifischen Produkt. Überhaupt, das hat sich jetzt eben auch in der Corona-Phase, hat sich dieser Bio-Bereich ja relativ stark entwickelt, allgemein in Österreich. Was heißt Bio? Was ist Bio? Jeder sagt zwar Bio und biologisch und organic, aber keiner weiß wirklich, was Bio ist. Naja, Bio-Zertifizierung ist halt von der Bio Austria, was halt eine offizielle Kontrollstelle mehr oder weniger ist. Ist in jedem Land anders? Ist Bio Austria selber wie Bio Deutschland oder gibt es andere Normen? Nein, die haben unterschiedliche Vorgaben. Also Bio-Rindfleisch aus Deutschland zum Beispiel hat nicht dieselben Anforderungen wie Bio-Rindfleisch aus Österreich. Armer Gütesiegel. Viele glauben, wenn ein armer Gütesiegel irgendwo draufsteht, wie beim, ich will jetzt keine Fastfood-Restaurants nennen, aber dann ist es ein gutes Fleisch. Ihr lacht schon, was ist das armer Gütesiegel? Naja, das armer Gütesiegel hat halt gewisse Kriterien, die werden kontrolliert vor einer externen Kontrollstelle. Das, wie soll ich sagen? Ist halt auch ein wirtschaftlicher Faktor, oder? Gibt es bei den Nahrungsergänzungsmitteln im Sport auch, da gibt es dann die Kölner Liste zum Beispiel. Ja. Da sind alle Produkte, die getestet werden, haben dann einen Stempel drauf und sind für den Leistungssport geeignet, offiziell, und da ist keine Verunreinigung drin. Ist das so ähnlich? Ja. Oder was sagt das Armagütesiegel aus? Nein, es sagt aus, dass gewisse Standards erfüllt sind. Zum Beispiel für mich, für einen Endkonsumenten? Das kann. Ich sage jetzt Mindestquadratmeter in der Haltung. Okay. Da haben sie eine Quadratmeteranzahl, die pro Schwein zur Verfügung gestellt werden muss. Also aber ab wann ist Massentierhaltung, ab wann nicht? Also ich weiß jetzt nicht, die Quadratmeteranzahl, Bestimmungen, wie es definiert ist, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich sage einmal, den Hauptvorteil, den halt viele Betriebe, wir haben ja keine AMA-Zertifizierung, also wir haben kein AMA-Gütesiegel auf unserem Produkt. Wieso nicht? Ich sage einmal, Siegel sind nicht alles. Weil wir den Kosten, ich sage beim Trainer so, wir sehen den Kosten, weiter, ja? Den Kosten-Nutzen-Aufwand sehe ich nicht, weil die Kriterien, die sie haben, jetzt... Wenn man nur nach dem geht, hätte man nicht das Produkt, was wir haben, weil dann hätte man das, was alle anderen haben. Ja. Und das, was halt für viele Betriebe vom AMA-Gütesiegel als positiv erachtet wird, oder was halt sicher auch ein positiver Effekt ist, ist einfach die extrem starke Medienarbeit. Dass halt das AMA-Gütesiegel kennt in Österreich auch jeder. Zertifiziert beim Trainer und nicht qualifiziert. Es gibt viele Trainer, die gehen eine Zertifikation oder ein Zertifikat nach dem anderen, hängen sie sich auf, aber sind eigentlich nicht qualifiziert. Die haben halt was stehen am Papier, aber in Wirklichkeit... Gibt es da so viele Zertifikate? Unendliche, und das steht halt dann da und der hat eigentlich keine Ahnung von nichts. Ist eigentlich gemeingefährlich. Ja, ja. Weil es ist leider ein freies Gewerbe, was auf der einen Seite gut ist, weil die
die Barriere sehr gering ist. Das kann jeder machen. Das heißt, es gibt kein Ausschlussverfahren. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass es nicht reglementiert ist und du keine Vorkenntnisse in Wirklichkeit brauchst. Ja, ihr könntet du aber jetzt, ja schon mit der Gesundheit vor einem Menschen irgendwo arbeitest. Das ist ja das Problem. Das ihr könnt jetzt, wie wenn ich sage, okay, ich habe mir 5 YouTube-Videos angeschaut vor Zahnarzt, ich mache auf den Mund, ich tue da jetzt Zähne ziehen. Das ist nicht so vom Vorteil. Ja. Aber die Spreu trennt sich vom Weizen und Gastronomie und Fitness sind Nummer 1 und 2, ich weiß jetzt nicht genau, welches an welcher Stelle steht, von einer Selbstständiger, also einer macht sich selbstständig und ist der Lifecycle ist ein halbes Jahr. Es gibt auch Restaurants, die Leute, die glauben, sie können kochen, machen ein Restaurant auf und können nicht kalkulieren, können sonst nichts und machen nach einem halben Jahr wieder zu. Gibt es beim Personal Trainer genau dasselbe. Sind die zwei Branchen mit der höchsten, unter Anführungszeichen, Sterblichkeitsrate. Also ja. Bio Austria, was ist das für ein Siegel? Hat schon mehr an Leistung oder mehr an Aussagekraft? Ja, hat halt einfach. Man zahlt aber auch dafür, oder? Klar, also ja, da sind die Anforderungen dann eben im Gegensatz, das Einmalgütesiegel gibt es halt bei konventioneller Ware unter Anführungszeichen auch. Ich habe halt beim Bio höhere Auflagen bezüglich Fütterung, bezüglich Auslauf von dem Tier, Haltung, ja, und dann muss ich es eigentlich in der kompletten Verarbeitung halt trennen, auch von der konventionellen Ware und darf es auch jetzt zum Beispiel in der Wurstproduktion gewisse Zusatzstoffe dürfen nicht eingesetzt werden, wenn ich Bio auf das Produkt am Ende draufschreibe. Und da muss halt, darf halt nur Fleisch rein, das Bio ist. Mhm. Interessieren würde mich noch kurz, sonst vergesse ich es. Was ist in Faschierten drin? Normalen Faschierten? Was ist in einem Faschierten drin bei euch? Also das ist... Welche Teile? Weil oft hört man ja irgendwelche Horrorgeschichten, dass weiß nicht was verarbeitet wird. Merke ich, aber oft glaube ich die Horrorgeschichten auf, wenn ich verschiedene Faschierte probiere. Also das ist wie, wenn ich einen Apfel und eine Birne esse oder eine Banane, das schmeckt ganz anders. Also ich glaube beim Faschierten allgemein, dass da in den letzten Jahrzehnten schon überhaupt in Österreich bei allen, sage ich mal, auch das, was da im Supermarkt ist, hat schon einen gewissen Standard, weil sonst bei so einem Produkt diese Haltbarkeit... Mhm. Fast nicht möglich war, weil das so Fett, haltbarkeitskritisch das ist. Einfach durch die große Oberfläche, die beim Faschieren entsteht. Genau. Und so wie es jetzt bei uns ist, sage ich mal, zum Beispiel beim Schweinefaschierten, da kommt möglichst frische Schweineschulter rein. Und damit habe ich einen Fettgehalt, der kontinuierlich gleich sein muss. Mhm. Wenn ich immer dasselbe teilnehme, habe ich das gewährleistet. Was ist beim Rind bei euch drinnen? Beim Rind sind es eigentlich auch hauptsächlich Teile, die im vorderen Bereich, also im Vorderviertel sind. Das ist zum Beispiel eben... Kavalierspitz, Kuspelspitz, das sind oft Teile, die dann einfach sonst nicht gefragt sind. So leider wie das Zwerchfell auch, leider wie das Skirtsteak, wird auch oft faschiert, weil der Fettgehalt ganz gut ist, und weil, also Fett intramuskulär, außen gibt es ja nicht so viel Fett auf einer richtigen Skirt. Aber ich glaube im Allgemeinen beim Faschierten, dass eben diese Horrorgeschichten, die es da gibt, dass die sich, oder das, ich will auch nicht ausschließen, dass das früher so war, dass gesagt, dass da vieles reingekommen ist. Also kann ich aber auch nicht beurteilen. Nur ist das Produkt einfach so kritisch und wird auch sehr genau unter die Lupe genommen, jetzt auch untersuchungstechnisch, wenn man das wird bei Stichproben genommen, was auch immer, da habe ich eine gewisse Bakteriologie, die ich sicherstellen muss. Und wie lange ist ein Faschiertes haltbar, wenn ich es. Er kommt immer auf die Kühlung an, aber wenn ich es jetzt kühl und es kommt durch den Fleischwolf durch und ich lasse es so offen liegen. Ne, eigentlich gehört es am gleichen Tag. Wenn du das offen liegen lässt, also das Faschierte, das wir offen ausliefern, hat einen Tag Haltbarkeit der Produktion. Ja. Das heißt, wir produzieren es heute und morgen muss verarbeitet werden. Okay, super. Wie lange? Es ist ja ein Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum, MHD, was viele glauben, boah, es ist mindesthaltbar bis heute, ich muss heute wegschmeißen. Ja. Verfall. Ich glaube, das ist von Produkt zu Produkt verschieden. Ja. Also Faschiertes wird sicher nicht so lang übers MHD halten. Ja, aber ein Tag ist meistens das Problem. Wenn ich jetzt hernehme, zum Beispiel, oder im Verarbeitungsbereich, wenn du jetzt hernimmst, das Salami, und da schreibt man drauf, keine Ahnung, 70 Tage Haltbarkeit. Ist wahrscheinlich 90 Tage auch haltbar. Ja, eben, weil zwischen 70, das, am Anfang zu sagen, das sind jetzt 70 und nicht 73, ja, das kannst du nicht sagen. Kann keiner sagen. Und okay. Also generell, das ist irgendwo das, prozentual, sage ich mal. Je länger generell das Produkt haltbar ist vom Produktionstag, desto länger ist dieser Prozent nach hinten. Genau, weil es kommt natürlich ich sage einmal, du wirst ja auch nicht im Pfeffer wegschmeißen, wenn er
wenn da steht... Ich habe gesagt, Salz ist Millionen Jahre alt und dann rennt es ab von einem auf den anderen Tag. Genau. Es kommt sicher auf die Lagerung davon, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Ja, aber zum Beispiel beim Thema Salz. Salz ist Millionen Jahre Salz. Und dann rennt es ab heute auf morgen. Ja. Ja. Oder Wasser. Ja. Okay. Was ist für euch das beste Rindfleisch? Was hat euch am besten geschmeckt? Art von Rindfleisch. Es gibt Sashi-Beef, das ist so ein Finne, ein Freak-Bissel. Dann gibt es, wie gesagt, haben wir vorher schon gesagt, Wagyu, verschiedenste Arten, Kobe, ist eigentlich kein Unterschied. Galloway, dann dieses Miyazaki-Beef gibt es, gibt es verschiedenste. Also, ich bin da schon sehr überzeugt, darum machen wir es auch von dem, von wie wir machen, eben, dass was für eine Gattung habt ihr, oder was ist das? Bei uns, das ist eigentlich fast ausschließlich Fleckvieh. Fleckvieh. Österreichisches Fleckvieh. Oder? Genau. Ja. Und da ist halt, du musst halt, das Grundprodukt muss halt passen, unter Anführungszeichen. Also da haben wir halt gewisse Kriterien, die es erfüllen muss bezüglich Alter, Marmorierung, intramuskuläres Fett, dann auch die Fettdeckung, ist ein Thema. Sieht man das einem lebenden Rind an? Die Marmorierung natürlich schwierig, ja. Aber ich sage einmal, die Bauern wissen schon im Normalfall, ungefähr, wie schwer das Tier jetzt ist im geschlachteten Zustand, wenn ich das jetzt anschaue, wie schwer es noch im geschlachteten Zustand ist und können auch meistens abschätzen, wie die Klassifizierung, also die Fleischigkeit und der Fettgehalt, wie das ausfällt. Das haben die schon im Gefühl mehr oder weniger. Und das versuchen wir halt durch eben eine Nassreifung oder eine Trockenreifung ein bestmögliches Produkt zu erzielen und von dem sind wir schon sehr überzeugt, sonst hätten wir uns schon umgeschaut um was anderes. Also wet-aged oder dry-aged? Ja. Wet-aged, dry-aged und die österreichische Kalbin halt. Ne? Genau. Was ist der Unterschied zwischen Kalbin und? Na, die Kalbin ist eigentlich nichts anderes, ist wie ein Tier, das noch nie Junge bekommen hat, also noch nie gekalbt hat. Das ist jetzt vom Alter, so viel war es eher unabhängig, also das kann relativ jung sein, kann auch relativ alt schon sein. Es hat noch nie Junge bekommen. Und schmeckt da ist einfach anders. Der Geschmack, naja, ich persönlich, und der Christoph hat das jetzt auch gesagt, sehe ich genauso, ich habe es ja gern schon, einen Rindfleischgeschmack, aber es ist halt... Stier vom, zum Beispiel für mich ist sehr blutig, nein, und sehr Stier eishaltig. Ist, Stier ist sicher vom Geschmack her wahrscheinlich ein bisschen intensiver. Ja, aber ist auch grobfaseriger. Grobfaseriger und insbesondere zum Beispiel, wenn man es jetzt sagt, man verwendet jetzt einen Stier für die Siedeküche, also für einen Doppelspitz oder für Kochschulterscherzel, da kann der Stier manches Mal ein Problem sein. Ja? Wieso? Naja, weil er einfach grobfaseriger ist. Und muss die Kalbin sehr lang sieden, oder? Naja, lang sieden. Und es gibt ja welche, wirklich, die haben immer wieder, auch noch lange sieden, noch einen Biss. Mhm. Und das ist eigentlich bei der Kalbin nicht der Fall. Ja? Das ist eigentlich sehr, sag ich mal, es verzeiht auch viel. Auch wenn ich jetzt sage, ich brate es und es wird mir zu durch. Schmeckt es trotzdem noch immer noch was und nicht dann also, Schuhsohle. Ja, genau. Dry Aging. Wie lange dry aged ihr? Weil normalerweise ist so der Standard, sagt man, oder weiß nicht, 28 Tage. Ich habe auch schon was gesehen, ja, bis 400 bei Tage. Bei uns eigentlich länger. Also wir bewegen uns zwischen 5 und 7 Wochen, sage ich mal. Okay. 5 bis 6 Wochen. Welche Teile dry aged ihr? Den Rücken, also den englischen. Mhm. Beirät, Rostbraten, Lungenbraten. Dann die Huft. Das Hüferscherzel, dann die Herzzopfen, das Anglet. Anglet schmeckt auch super. Das ist ein Geheimtipp. Ja, ist super. Das ist wirklich vom Geschmack her eines der intensivsten Stücke. Ja. Es ist zwar, fast schon Innereien. Ja, es zählt, glaube ich, in Österreich zu den Innereien. Weil es liegt, oder? Also hängt. Hängt. Es ist aber von der Zubereitung bedarf es ein bisschen, dass man sich mit dem Produkt auseinandersetzt, aber wirklich. Man kann es grillen auch, habe ich schon probiert. Top-Geschichte. Ja. Was macht das Dry-Aging aus für euch? Ihr habt ja drei oder vier, haben wir gesehen? Fünf Kühlhäuser. Fünf Kühlhäuser. Genau. Eben ist nicht so wie der Dry-Aging-Schrank, den man kennt. Wir zeigen es dann eh. Die Idee ist eigentlich so, mit diesen fünf Kühlhäusern, weil wir eben sagen, fünf Wochen ist der Reifeprozess. Ich kann jede Woche den Kühlraum komplett sauber machen, kann den wieder hygienisch quasi resetten und neu beschicken. Und so ist die Idee, wenn ich fünf Kühlräume habe, kann ich jede Woche aufarbeiten. Und wir haben gesehen, um die 0 Grad, oder? Hat das? Also ein bisschen weniger. Ein bisschen über 0 und 2 Grad, glaube ich. Genau, zwischen 0 und 2 Grad.
HEPA-Filter drinnen, also dass die Bakterien nicht reinkommen. Es wird mit einem Reinfett oder was wird das eingeschmiert? Ja, mit einem Rinderfett. Dass die Feuchtigkeit nicht so austreten kann? Beim Lungenbraten vorne. Ja. Okay. Dass der dass nicht austrocknet am Rande. Ja, ja. Okay. Aber sonst haben wir halt keine künstlichen Einflüsse. Wir haben weder Licht drin, ja, also genau. Wenn es zu also ist, ist es finster. Im Prinzip der Hauptprozess, der da stattfindet beim Reifen, ist ein enzymatischer, einfach im Rindfleisch. Der Säurebakterien fermentieren sozusagen. Genau. Und der macht es eben mürbe und intensiviert auch den Geschmack. Weil weniger Wasser drin ist. Wie viel weniger? Also wenn ich jetzt ein Kilo Ribeye da habe und das Dry Age hat dann 700-800 Gramm, also 20-25% ungefähr. Also 25%, also 750. Okay. Und vom Preis her ist es dann um wie viel teurer? Um das, was eigentlich weniger drauf ist, um das wird es teurer ist werden, oder? Eigentlich ungefähr in dem Bereich, ja. Man darf aber den Garverlust dann nicht vergessen, den der Kunde dann hat. Also Garverlust hat er dann auch keinen. Du hast weniger Verlust nachher beim Braten oder was auch immer. Also ist sicher ein bisschen ein höherer Preis, aber dafür habe ich dann nachher gleich, ja. Und der das Steak nachher genauso groß, als wie was vorher ausgeschaut hat. Das okay. ist bei einem billigeren Steak vielleicht, das ich frisch kaufe, ganz frisch kaufe, da geht einmal sehr viel Wasser verloren. Das heißt ja beim Dry Aged überhaupt nicht. Ja. Was verkauft ihr am meisten? Nicht vom Dry Aged, sondern generell für ein Fleisch? Also wenn ich von gängigem Fleisch, nicht irgendwelche Wurst oder Salami, sondern irgendwelche Steak zum Beispiel, oder Grillfleisch. Das ist halt sehr unterschiedlich, so wie es jetzt eben ist. Wenn die Gastronomie geschlossen ist, ist das ganz anders, wie wenn die Gastronomie geöffnet ist, weil da halt das okay. momentan kauft der Gastronom was anderes ein, was der durchschnittliche Bürger kocht? Es gibt viele Dinge, die der Kunde in der Gastronomie isst, aber daheim nicht macht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn die Gastronomie offen hat, ist Kalbfleisch ein viel größeres Thema, weil es der Privatkunde zu Hause scheinbar weniger einfach am Schirm hat. Mhm. Weil ein Kalbschnitzel ist in der Gastro doch ein großes Thema und ist aber beim Privatkunden, dass er es selber daheim macht, nicht wirklich relevant scheinbar. Okay. Und jetzt, wir merken aber jetzt schon, dass eigentlich, wenn der Privatkunde selbst einkauft, das Filet einfach ein großes Thema ist. Weil da haben wir eigentlich Filet, seitdem das jetzt ist, permanent den Koppert. Okay. Also Filet, wie viel Filet ist? Gehen über bei euch über die Theke, sage ich mal, im Jahr, kann man es sagen. Boah. Das müssen wir sich mal genau anschauen, aber das wird schon einiges sein. Ne? Ja, also ich sage mal, von dem, was wir jetzt an Rindern legen, was wir in der Eigenverarbeitung bei uns haben, sind das eben 20 konventionelle Rinder, 20 Bio-Rinder, dann haben wir 40 und 40 sind es 80 Filet in der Woche. Okay, mal 52 kann jeder rausrechnen. Wer ist der größte Abnehmer vom Fleisch? Im Normalfall? Vor Corona? Im Normalfall eigentlich der Donko. Okay. Ja. Aber da ist Ocean Islands dabei, da ist Grand Prix vielleicht dabei, da ist halt genau komplett alles dabei. Ja. Okay. Und sonst jetzt? Jetzt ist die Gastro nicht. Jetzt geht eigentlich auch viel, was wir vorbereiten für kleinere Fleischer, das ist eigentlich momentan ein großes Thema, die wir eben beliefern, die sagen, sie wollen nicht so viel selbst legen, weil es halt Vier-Mann-Betrieb sind zum Beispiel und die halt jetzt sagen, sie kennen nicht alle, wenn der jetzt sagt, er zerlegt zwei Rinder, dann kann er damit nicht alles abdecken, was der Kunde irgendwann haben will und da in dem Bereich geht eigentlich auch viel oder in Feinkostläden, also überall, wo man irgendwo den Endkonsumenten erreicht und nicht Gastronomie ist, das ist ein Feinkost, ein Fleischer, unser Geschäft. Momentan verteilt sich einfach sehr stark. Also, also Gott sei Dank haben diese Kreislereien, das hat man wirklich definitiv gesehen, da haben wir doch ein paar, alle, die so ein Kreislergeschäft haben und vielleicht auch die Möglichkeit haben, eine kleine Auswahl an Speisen anzubieten, die haben also auch punkto, also aufgrund von Corona wirklich profitiert, weil da hat es ein paar gegeben, da ist das Geschäft so schleppend dahingegangen, aber die haben einen irrsinnigen Aufschwung erlebt. Ja. Und sonst für die Betriebe, du hast gesagt, dass die größten Abnehmer ja der Don Co. Und sonst haben wir eigentlich Schwarze wirklich. Kamel, oder? Schwarze Kamel ist sicher auch einer, ein sehr großer Kunde in Wien. Aber es haben wir eigentlich wirklich
bunt aufgestellt, ja, vom heurigen Betrieb, ja, bei uns da draußen, bis zum Gasthaus und Hauben- und Sternerestaurant. Aber da wollen wir auch wirklich nicht wirklich einen Unterschied machen. Ja. Ja. Also die wollen wir nicht sagen, hey, du bist jetzt der Vierhaber und du bist der Heurige. Das wollen wir nicht. Also wir wollen da wirklich individuell für jeden da sein. Für das komplette Gastronomie-Spektrum quasi, was genau halt die österreichische Gastronomie hergibt, wollen wir ja eigentlich auf allen Seiten ein guter Ansprechpartner sein. Liefert sie auch ins Ausland? Also gibt es in Deutschland, weiß nicht, Ungarn, Deutschland? Wir haben eigentlich in Deutschland da am ehesten, gibt es ein paar Gastronomen. Eben zum Beispiel der Tim Rohe ist phasenweise immer wieder mal dabei. Beste, unter Anführungszeichen, für mich Gastronom in Deutschland. Oder beste. Ja, erfolgreichster, sagen wir so. Cooler Typ. Ja. Dann. Ja, der Tommy Möbius zum Beispiel. Ja, also ein paar Deutsche einfach, mit denen man... Ja, ein paar Deutsche. Tim Rauer ist schon eine Nummer in Deutschland. Ja, definitiv. Weltweit sogar. Ja. Und... Oder auch der Amador zum Beispiel. Ist der ja in Deutschland war, der jetzt in Österreich ist. Ja. Also viele sagen, das beste Restaurant in Wien ist. Steiermark ist noch immer vorne, aber viele sagen, dass der Amador Soßenkönig ist und halt mit dem Fleisch das Beste draus macht. Ich will jetzt nicht Partei greifen, aber was sind so die drei? Er ist aber auch wirklich, auch vom Menschlichen her, wirklich ein ganz feiner Kerl, muss man ehrlich sagen. Also okay. Er ist jetzt nicht, weil er jetzt so hoch dekoriert ist, irgendwie abgehoben oder schaut runter auf dich. Er gibt ja auch Kochkurse sogar und eine Kundin von mir das war weiß bei ihm und hat Soßen gelernt. Aber er ist ein ganz wirklich ein umgänglicher Mensch und nicht irgendwie jetzt da abgehoben. Also das macht schon Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Habt ihr schon irgendwen abgelehnt mal, weil er der Philosophie nicht entsprochen hat oder vielleicht entzogen das Ganze? Naja. Also ja. Hätte ich jetzt so nicht sagen. Vielleicht manchmal nicht den Eindruck macht, dass das unbedingt sein muss, die Zusammenarbeit, aber... Okay, was waren die Gründe vielleicht? Das Gespräch wird nicht geschnitten, also lassen wir das lernen. Ja, okay. Wir dann ich sage einmal so, da hat es auch schon den Fall gegeben, mit einfach mit zwischenmenschlicher Inkompatibilität. Ja. Nicht zwischenmenschlich, sondern wirklich, wenn du dann wirklich Kunden hast, wo es wirklich, dem es nur um einen Preis geht und dem wirklich völlig wurscht ist, wo das herkommt. Sagt er, das ist mir wirklich wurscht, was das ist, wo das herkommt. Es muss einfach billig sein. Und ja, sicher, probierst du ihm dann ein Angebot zu erstellen, aber du weißt eigentlich im Vorhinein schon, das wird wahrscheinlich nichts, weil es das wahrscheinlich eh tut. Die Kunden billiger am wenigsten zahlen, die schätzen es am wenigsten. Das ist wie bei mir. Ja, also es gibt schon, aber... Ja, heute in Grenzen. Ja. Okay, das kommt nicht so oft, weil ihr vorselektiert ja auch oft, oder? Ist nicht so, dass... Naja, selektieren, also freuen uns natürlich über jede Anfrage. Grundsätzlich schaue ich schon, dass man sagt, man bedient dann jeden Kunden, nur irgendwo muss man dann halt sagen... Irgendwo ist der Schlussstrich und irgendwann sagen, okay, wenn es um den Preis geht, dann... Ich kann diese Anforderung nicht erfüllen, ja. Punkt. Sehr diplomatisch dann, ausgedrückt. Ja. Okay. Ja, ist so. Passt. Was macht richtig gutes Fleisch aus für euch? Für mich die Gesamtheit, also dass es wirklich, dass es Gewissen ist mit, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja. Also, habt ihr schon mal Fleisch getötet oder Fleisch geschlachtet auch? Muss ich ehrlich sagen, ich leider noch nicht. Ich habe sehr viel zerlegt. Auf der einen Seite leider und Gott sei Dank auch noch nicht, weil ich esse sehr viel Fleisch, weiß, wo es herkommt und bin auch dankbar dafür. Aber das ist auch ein Punkt, wenn viele glauben ja wirklich, wie vorher gesagt, das Fleisch wächst im Papiersackerl. Wie geht's zum Beispiel, hat er gesagt, das Fleisch sollte gezüchtet werden. Für jedes reiche Land soll das Fleisch gezüchtet werden. Also wo wir da hingehen, weiß ich nicht. Naja, es ist sicher nicht einfach jetzt. Also jeder Jäger oder was, der das schon ein paar Mal gemacht hat, tut es ja vielleicht leichter. Aber man will solche Bilder vielleicht auch von Schlachthöfen etc. haben und es wirklich alles funktioniert. Es tut trotzdem immer irgendwie, es ist ein Lebewesen. Ja. Ja. Aber ich sage, ich habe das noch nie. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Also, okay. Was ist richtig gutes Fleisch? Irgendwo muss das halt eben in der Gesamtheit, wie du sagst, passen. Also jetzt eben herkunftstechnisch, ideologisch, Aufzucht. Es muss natürlich geschmacklich passen, aber es ist halt jetzt, wenn ich ein Fleisch kaufe, habe ich halt
man hat es ja, wenn man was anderes kauft, oft schon, dass man einfach das Ganze drumherum ja irgendwo mitkauft, unter Anführungszeichen. Und bei einem Lebensmittel sollte man halt da vielleicht noch ein wenig mehr Augenmerk drauf legen, dass man, dass das rundherum passt. Und eben wie ich sage, dass ich irgendwo zu einem Produkt greife, mit dem ich eine heimische Landwirtschaft unterstütze, oder unter Anführungszeichen, ja, unterstütze, trifft es eh. Und ja, aber das muss eben qualitativ passen, und das, was wir zuerst gesagt haben, muss halt das Service dazu auch passen, dass ich, ich muss schon beim Bestellen Freude haben, unter Anführungszeichen. Und was man schon auch nicht vergessen darf, oder so geht es mir, es spielt halt echt das Gesamtergebnis mit, wo ist ja das Ganze. Ja? Ich meine, wie beim Wein. Die Umgebung, ja. Also wenn ich eine gemütliche Runde bin, da brauche ich jetzt kein super Ribeye Steak, Dry Age, 6 Wochen etc. Da tut es vielleicht ein Gulasch oder irgendwas auch. Ja, ja. Also die Gesamtheit, wirklich vom Anfang bis zum Schluss, mit wem ich das ist, oder die Gesamtsituation muss einfach passen. Also. Hast du schon mal, Christoph, ein Fleisch gegessen, das nicht vom Höllerschmidt kommt? Ja. Okay. Aber generell privat beziehst du ein Fleisch von euch, oder? Ja, nehme ich an. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe beim ersten Lockdown also ich kaufe natürlich in regelmäßigen Abständen da ein und kaufe natürlich ab und zu auch woanders, weil ich selber nicht da ständig vor Ort bin. Ja, aber ich kann mich konkret wirklich erinnern, ich habe beim ersten Lockdown voriges Jahr, kurz vor Ostern war das, glaube ich, Ostern woanders Fleisch gekauft, das werde ich nie vergessen. War so gut. Nein, ich will mich nicht dazu äußern. Ja, also man sieht dann wirklich, und das war für mich ein Grund, da zu arbeiten, weil ich könnte jetzt in keiner Firma arbeiten, wo ich wirklich vom Pangasius verlebt bis zum Dreist Fleisch alles verkaufen muss, sondern das, was ich an der Firma wirklich schätze, ist, dass die hinter den Sachen stehen und ich weiß, was ich da verkaufen kann. Ja? Also ich schätze mir so ein, ich kenne nicht jedes Produkt, aber ich kann hinter diesem Produkt stehen, und das ist mir persönlich ganz wichtig. Also die Firmenphilosophie, wenn ich es jetzt auch sagen darf, wir haben ja vorher eine Tour bekommen von dir, Stefan, Kleine, Die merkt man halt wirklich von, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber allein diese roten Kisten dürfen nicht am Boden stehen, die müssen auf so Rollwagel-Metallerne sein, die man desinfiziert immer. Also es ist sehr, wir versuchen, nicht nur hygienisch, sondern auch viel lieber ins Detail, was die Zubereitung ist, bis zum Etikett, dass man sieht, woher es kommt, welcher Bauer, was mit dem Tier passiert ist und so weiter. Das merkt man wirklich. Ja, wir versuchen das auch, glaube ich, du auch jeden Mitarbeiter mitzugeben. Und das fängt bei den Damen im Büro an, die mit den Kunden telefonieren, und hört dann halt beim Fahrer, der dem Kunden dann die Ware bringt, auf. Und das versucht man halt auch, die Firmenphilosophie halt weiterzugeben, dass halt das nach außen getragen wird. Und Transparenz ist uns ja wirklich ein großes Anliegen. Ja. Mhm. Also. Wie schaut euer Frühstück aus? Ist da schon Fleisch vom Höllerschmidt dabei? Nein. Nicht? Ich sage jetzt ganz so schlimm, also wahrscheinlich wirst du mich da gleich killen. Ich tue gar nichts frühstücken im Moment. Ja. Weil ich mache jetzt so eine komische Diät. Intermittierendes Fasten. Wie heißt es? 16:08. 16:08. Genau, viele so, ja, sie wissen. Und da fange ich erst um 12 Uhr an. Und das heißt eigentlich Frühstück auslassen. Frühstück auslassen, ja. Wenn ich jetzt so ehrlich sein darf, das ist. Ja, wenn es gut ist. Aber ist das so wirksam, wie die Leute das predigen? Na, wirksam, mir geht es eigentlich darum. Schau dir die Leute an, die Erfolg haben, und zeig mir den Leuten, denen es wirklich was bringt. Es hat seine Daseinsberechtigung, ich mache selber hier und da, aber ich kenne meinen Körper relativ gut. Das Problem ist, bei Intermittent Fasten oder intermittierenden Fasten oder Teilzeitfasten ist, wie bei fast allen Dingen, alles was ein Hype ist, die Leute springen mal auf, so wie vegan. Vegan, 1% der Deutschen sind vegan. Und mehr als 80% sind nach einem Jahr nicht mehr vegan. Zum Beispiel. Das ist auch ein Riesentrend. Man braucht jetzt nicht diskutieren, ob irgendwas gut oder schlecht ist, jeder wie er selber glaubt. Und, aber zum Thema Intermittent Fasten ist es so, bei mir zum Beispiel persönlich, ich habe ein Messgerät oben, hier und da, also am Trizeps, eine 2 € groß, münzgroßer Sensor, heißt CGM, kontinuierliche Glukosemessung. Das machen eigentlich die Diabeteskranken, dass sie wissen, was für einen Blutzucker haben. Ja. Ich gebe es drauf seit 4-5 Jahren, hier und da 2-3 Mal im Jahr, dass ich sehe, wie reagiert mein Körper mit welcher Stressantwort auf verschiedene Lebensmittel. Das heißt, ich kann ermitteln durch Blutzucker,
ausstoße in meinem Körper, wie mein Körper mit Stress umgeht in Wirklichkeit. Weil Cortisol wird ausgeschüttet, wie beim Tier, und dann steigt der Blutzucker. Kann sein, dass dein Blutzucker stabilisiert wird, was ja eigentlich der Sinn von Fasten ist, dass du keine Auf und Ab vom Blutzucker hast. Bei mir ist so, dass der Blutzucker wird am besten stabilisiert über den ganzen Tag, wenn ich ein Ribeye Steak mit Avocado in der Früh esse. Und das ist so viermal die Woche. Früh. Das ist viermal die Woche mein Frühstück. Ein Ribeye Steak in der Früh. Und, oder ein Segreto in der Früh. Das sind meine besten Frühstücksoptionen. Also irgendein Protein, meistens tierischer Quelle, plus eine Fettquelle in der Früh. Weil dann stabilisiert das meinen Blutzucker. Kohlenhydrate, okay. Auf der anderen Seite, was viele glauben, am Abend schon mal Kohlenhydrate weglassen. Das ist bei mir ganz schlecht. Wenn ich Kohlenhydrate am Abend weglasse, sinkt mein Blutzucker so stark ab, dass der Körper sagt, halt, da passt irgendwas nicht, schüttet mir Cortisol, Stress aus. Und dann wache ich in der Nacht auf und weiß nicht, okay, was passiert mit mir jetzt. Und das ist eigentlich, weil mein Blutzucker nicht stabil ist. Und das ist eigentlich der Sinn von Fasten. Also du solltest messen, if you're not, also what gets measured, gets managed. Und wenn du nicht misst, dann gehst du einfach, dann weißt nicht genau, was das Problem ist. Nein, ich habe das eigentlich nur durch Zufall gemerkt, es ist nicht, weil es in Mode ist, aber ich habe das halt nur gehört, dass es angeblich gesund ist für den ganzen Verdauungsapparat und für den Magen etc. Zum Beispiel Pankreas oder Bauchspeicheldrüse arbeitet nach jedem Essen 6 bis 8 Stunden ist oder was, zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Es kommt immer aufs Ziel drauf an. Es gibt nicht also die beste Ernährung. Also aufnehmen das Ziel, aber einfach, dass ich das einmal, das hat für mich vernünftig geklungen. Das wenn ich eine mental starke oder kognitiv wichtige Aufgabe habe, relativ, also in der Früh so um 8, 9, dann esse ich auch nichts. Weil nach jedem Essen, nach fast jedem Essen, steigt der Blutzuckerspiegel und dann ist nicht so, boah, let's go, sondern eher durchatmen, runterfallen und deswegen hier und da lasse ich auch das Frühstück aus, aber dann weiß ich, warum ich es auslasse. Kein Ribeye Steak in der Früh. Schade, ja. Ja, das ist gut. Wie sieht euer Frühstück aus? An deins? Du hast gar keins? Ich sage einmal, Hälfte der Zeit auch keins oder halt nur ein Glas Wasser und einen Kaffee oder sowas. Mhm. Und wenn ich frühstück, dann ein Joghurt mit Nüsse, Haferflocken, Marmelade irgendwie abgemischt halt. Okay. Sowas. Ackerschinken. Also eher was Leichtes. Okay. Welchen Stellenwert hat Ernährung für euch im Leben? Oder generell Essen und Nahrungsmittel? Naja, schon einen hohen. Ich sage mal, wir sind, glaube ich, beide berufsbedingt halt da ein bisschen, ich würde sagen, geschädigt, aber, naja. Aber man steht halt, wenn du in der Lebensmittelherstellung arbeitest, anders vor dem Regal oder vor dem Produkt. Ja. Man hat einfach viel mehr Blicke auf eine Packung automatisch, weil man sich so eng damit auseinandersetzt. Das genau. Ist wahrscheinlich wie wenn du jetzt, sag ich mal, blöd gesagt, ins Fitnessstudio gehst. Ich sehe so und ich schaue, was die Leute machen, greife ich mir auch aufs Hirn. Genau. Also die Punkt der Ernährung ist bei mir zum Beispiel so in den letzten Jahren verstärkt, schaue ich schon drauf, dass das halbwegs passt. Aber halbwegs. Dadurch, dass ich, naja, weil ich habe das lange Zeit wirklich unterschätzt, wie angefangen mit der Gastronomie. Du kochst zwar jeden Tag irrsinnig viel für die Gäste, ja, aber selber, wenn du in der Küche stehst. Isst wenig? Naja, isst du wenig und vor allem, du isst irgendwo. Ja. Also du hast, das denke ich mir auch oft. Schau, und wenn du jetzt rumkommst, wo essen die Köche? Ja? Die haben sehr wenig Zeit. Und stehen irgendwie schnell durch. Und sicher, das ist ja in den jungen Jahren ist noch relativ wurscht. Ja. Aber wenn du dann einmal ein bisschen älter wirst, dann fangst du schon zum Nachdenken an. Ja, ob das wirklich alles gesund ist oder nicht. Und das ist eigentlich absolut ein ungesund. Kreislauf. Ich esse oft gerne allein, weil dann kann ich runterkommen nach der Arbeit und ich bin sehr gerne allein beim Essen, aber auch sehr gerne in Gesellschaft. Also je nachdem, wie das Setting ist. Ich versuche da auch oft mich an der Nase zu nehmen, quasi, weil jetzt eben, wenn du Stress hast, dann lasse ich das Frühstück weg, dann trinke ich am Vormittag vielleicht 2 Kaffee, isse irgendwann zwischendurch bei einer Verkostung im Haus irgendwas, kostet da ein Frankfurter, keine Ahnung was. Und dann komme ich um 3 drauf. Eigentlich habe ich bis jetzt heute halber zu Frankfurter gegessen und 3 Kaffee getrunken. Habt ihr Carpaccio auch? Naja, fertig geschnitten nicht. Nein. Nicht? Tiefkühlt, fertig irgendwie so auf. Ah, schade. Ja. War das ein Thema fürs Frühstück, oder? Boah, Nummer 2 okay. Frühstück. Nummer 2. Nummer nach Ribeye ist es, dann kommt irgendein Fisch, meistens Seesaibling oder Bachsaibling und dann ist Carpaccio. Okay, Carpaccio. War Carpaccio, war so Carpaccio, Rucola drauf, Parmesan,
drauf und ein glutenfreies Brot dazu mit Butter. Super. Ein bisschen Olivenöl, Salz. Geht schon. Könnte man ganz gut vorstellen, ja. Wird gut. Ja. Wie definiert sie Erfolg für euch? Was ist Erfolg für dich? Erfolg im Gesamten, also jetzt nicht wirtschaftlich, sondern... Na, was ist für dich Erfolg? Wann siehst du dich als erfolgreich? Naja, wenn ich grundsätzlich mit der Gesamtsituation, in der ich mich befinde, einmal zufrieden bin in allerlei Hinsicht. Also jetzt privat, beruflich, familiär, irgendwann einmal. Ja, das ist es einmal kurz gesagt. Okay. Stefan? Schwierige Frage vielleicht, aber ist meinen Erfolg jetzt messen, also sicher, du machst natürlich immer wieder Gedanken, war das jetzt erfolgreich oder verschiedene Phasen, aber jetzt im Moment für mich erfolgreich ist, das ist eher aufs Familiäre bezogen, also ich denke da sehr viel an die Kinder. Du hast zwei oder drei Kinder? Zwei Kinder, ja. Wenn es denen gut geht, wenn ich die lachen sehe, dann ist es für mich eigentlich eines der schönsten Erfolgserlebnisse, ja, was es gibt. Ja. Kochst du daheim? Jetzt in der Lockdown-Phase und in der Corona-Zeit habe ich sehr viel gekocht daheim. Ja. Was waren da so die drei Speisen, die du am liebsten kochst? Das ist schwierig, das ist wirklich bunt gemischt, was wir in letzter Zeit sehr viel angefangen haben und wirklich probiert haben. Ich glaube, das haben sehr viele Leute zu Hause gemacht. Wir haben sehr viel Brot und Gebäck selber gebacken. Ja. Das ist eine irrsinnig interessante Geschichte, auch mit Sauerteig selber ansetzt etc. Also, fermentieren auch? Ist wirklich, nein, fermentieren noch nicht. Okay. Aber das Punkt zu Erfolg noch zurückzukommen, ich kenne wirklich ein paar Leute, die vielleicht wirklich sehr erfolgreich sind, die genug Geld haben etc. Aber im Endeffekt sind es teilweise manchmal ganz arme Leute. Ja, du musst halt ein gewisses Maß einfach an Zufriedenheit oder dass das du halt glücklich bist. Dankbarkeit, messbar ist Erfolg, weiß nicht, das ist für jeden Menschen ein Unterschied. Anders, ja, jeder ist anders. Der eine sagt, ich brauche keine Kinder und Familie, interessiert mich nicht. Muss man genauso akzeptieren wie halt andere, die halt das anders sehen. Ja. Also. Welche Rolle spielt Geld für dich im Leben? Naja, Geld ist sicher, es ist sicher wichtig, aber nicht das Allerwichtigste. Also, es ist sicher nicht schlecht, wenn man es hat, haben wir jetzt gesehen in der jetzigen Zeit. Aber Mittel zum Zweck. Aber es ist ein Mittel zum Zweck. Also und das Wichtigste, Gesundheit, kannst du mit jeder Menge Kohle auch nicht kaufen. Ja, also. Ich sehe das oft bei meinen Kunden, weil ich trotzdem im Premium-Segment bin. In der ersten Lebenshälfte wollen die meisten erfolgreichen Menschen oder unter Anführungszeichen erfolgreichen Gesundheit gegen Wohlstand tauschen. Und in der zweiten Lebenshälfte kommen sie dann drauf, ah ja, Wohlstand habe ich schon, ich sollte mir eigentlich meine Gesundheit zurückkaufen. Und dann fangen sie erst an zum Umdenken und ist meistens schon zu spät. Wo seht ihr euch in 5 bis 7 Jahren? Als Mensch oder als Firma? Euch persönlich und dann die Firma. Mich persönlich, beruflich, ungefähr an derselben Stelle, an der ich bin. Mhm. Boah. Nicht so leichte Frage, ja? Nein, schwierige Frage. Vielleicht Stefan. 5 Jahre, da bin ich gerade schon fast 50, wie ich gehört habe. Ja, deswegen. 5 bis 7 Jahre ist so gewählt. Naja, eigentlich, wo sehe ich mich? Ich will einfach in 5 Jahren wirklich gesund sein und ich hoffe, und ich bin mir halt eigentlich, muss ich sagen, ziemlich sicher, dass wir aus dieser Krise, wo wir uns als Firma jetzt befinden oder die ganze Welt sich befindet, dass die Firma mit sicher, und da bin ich wirklich 1000% davon überzeugt, gestärkt rausgehen wird. 100%. Ja, also man sieht das, wenn man sich das ein bisschen umhört oder die Anfragen, die mal reinkommen, glaube ich voll und ganz dran. Und ja. Wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Das ist das, was ich gut finde, dass viele Gastronomen, die nicht die Daseinsberechtigung haben, hört sich an, aber auch Personal Trainer und so weiter, die werden einfach eingehen, aber die Qualität bieten, im Endeffekt immer überleben werden. Und das ist, finde ich, der positivste Aspekt der Krise, dass sich diese natürliche Auslese, was das betrifft, ja, nicht in allen Bereichen, glaube ich. Also ist in unserer Branche, das wird in der Gastronomie, glaube ich, ziemlich extrem werden. Ja. Jetzt dann im Frühjahr, im Sommer rein.
wirklich der innovativ ist, der Qualität liefert, der sich einfach einsetzt für das, was er macht, der wird Überlebenschancen haben, der vorher schon irgendwie dahin geeiert hat, den wird es dann nicht mehr geben. Ja. Also. Was wäre die Firma Höllerschmidt oder was wäre der Firma Höllerschmidt wichtig, wenn ihr jetzt ein Mikrofon habt? Ihr habt jetzt eins. Und die ganze Welt hört jetzt eure Message. Was wäre euch wichtig in Bezug auf Fleischkonsum? Ist es wirklich wichtig, dass ich ein Fleisch essen muss, was aus Übersee kommt in Österreich, wenn wir so Gutes haben? Also das war nicht nur, aber dass man wirklich darüber nachdenkt oder dass man wirklich... Dass man sich einfach Gedanken dazu macht, was man über die Transportwege. Und dass es nicht nur darum geht, jetzt Nahrung aufzunehmen und die zu kauen und zu schlucken, sondern dass das Ganze halt einen größeren Hintergrund hat und man sich über das einfach mehr Gedanken machen sollte. Ohne das jetzt schlecht machen zu wollen. Ja, also es gibt sicher jetzt amerikanisches Fleisch, das wirklich top ist. Ist es notwendig, ob es wirklich in Österreich notwendig ist, dass man wirklich so viel... Wir haben ja auch teilweise in der Gastronomie diese Überzeugung, oder da hast du dann zum Beispiel diese Themen der Standardisierung eigentlich, genau. Wenn ich es so nennen kann. Du hast halt zum Beispiel, wenn du jetzt das Ribeye oder Filet aus Argentinien, Brasilien, Uruguay, wo auch immer herbestellst und sagst zu dem, ich will 20 Ribeye, dann sind das 20 Ribeye, wo du das verwechselst, weil es so gleich ausschauen. Das ist beim österreichischen Produkt nicht, weil das halt weil einfach organisch Schlacht, ist oder irgendwie, weil es einfach... Ja, einfach weil auch bei uns die Mengen nicht, wenn jetzt in Brasilien ein Schlachthof am Tag, keine Ahnung, 30.000 Rinder schlachtet, dann kann der 20 groß, oder dann kann der zwei Paletten Rostbraten zusammenrichten, die alle gleich sind. Und in Österreich sind das halt ganz andere Dimensionen und dadurch ist er nicht, es ist nicht so viel Vieh bei uns wie dort. Aber ist ja nicht schlecht, oder? Gar nicht, sage ich nicht. Aber du hast halt solche Themen dann auch, mit denen du konfrontiert bist, als Gegenargument, dass er sagt, ne, aber bei dir hat der eine 3 Kilo und der andere 3,5. Und bei dem hat der eine 3,20 und der andere 3,24. So als Beispiel. Okay. Wie kann man euch kontaktieren, beziehungsweise wie kann man Fleisch von der Firma Höllerschmidt beziehen, wenn einen das interessiert? Ich glaube, das ist fast für jeden außer Veganer sehr interessant oder Vegetarier. Wenn man gut qualitatives Fleisch und alle, die meinen Kanal schauen, hoffentlich legen auch sehr viel Wert drauf, weil ich lege auch sehr, sehr viel Wert drauf, wo mein Fleisch oder wo generell mein Essen herkommt. Grundsätzlich erreichen kann man uns über die meisten gängigen Kanäle, also Facebook, Instagram, Mail, telefonisch, Fax, wer es will. Geht auch im Webshop. Und eben neu seit kurzem einen Onlineshop, wo wir momentan eigentlich dabei sind, permanent Sortiment zu erweitern. Also im Prinzip bieten wir ja, sage ich mal, eigentlich fast das ganze Spektrum, was Fleisch hergibt in allen Bereichen. Und im Webshop ist eben das Sortiment noch nicht vollständig, weil das halt doch ein komplexes Thema ist, alles dort abzubilden, sodass das für jeden jederzeit verfügbar ist. Wir machen es im Webshop ja auch so, dass wir immer innerhalb von, sage ich mal, maximal 3 Tagen das Produkt beim Kunden haben. Und das mit einem großen Sortiment immer abzubilden, ist dann doch gar nicht so einfach, wie man glaubt. Okay. Vielen Dank. Vielleicht gibt es eine zweite Folge, wo wir vielleicht tiefer in die Materie eintreten, wo vielleicht auch noch eine Tour gibt von den ganzen Räumlichkeiten. Danke. Danke auch. Danke auch.